Hallo und ein herzliches Willkommen zum 89. Anime Slam Podcast. Dabei aus unserem Team sind erstmal Pavel heute. Guten Tag. Matze. Hallo. Und zu Gast haben wir jemanden von Fast Your 60s. Hallo. Hallo, ich bin Triple C. Triple C. Okay, weil ich wollte jetzt nochmal fragen wegen Namen, ob jetzt der Spitzname oder irgendein Vorname, aber Triple C, okay. Gut. Fast Hero 60 ist ja eine kurze Anime-Serie, die immer im Nachhinein bei Game 2 lief, die man aber auch so einzeln auf YouTube natürlich finden kann. Und ja, wie ich eben schon sagte, wir haben jetzt Triple C hier, der da dran mitgewirkt hat. Was genau war denn deine Aufgabe bei Fast Hero 60, bei dieser verrückten Comedy-Serie, die so ein bisschen die Tropes von Anime auf den Arm nimmt? Ich war einer der Regisseure. Also wir sind drei Regisseure mit Fast, Cheng und mit mir und haben die komplette Story entwickelt, die Charaktere designt und auch viel gezeichnet. Okay. Wie viele Leute haben dann allgemein jetzt an den Projekten dran gewirkt? Ich meine, wenn man dann die Credits sieht, da stehen ja schon ein paar Leute und auch ein paar Firmen dahinter irgendwie. Mhm. Und wie ich meine, so schlimme Arbeitsbedingungen wie in Japan wird es ja wahrscheinlich nicht gehabt haben. aber wie viele Leute allgemein saßen da denn jetzt überhaupt dran? Wie kann man sich das vorstellen? Nee, ich glaube, wir waren immer noch 15 Leute insgesamt, haben aber die Bereiche relativ aufgesplittet. Und der Unterschied zwischen Japan und bei uns ist ja, die in Japan haben ja viele Leute, die Animation und viel Animation machen. Wir waren weniger Leute. Eigentlich haben wir Regisseure die komplette Animation übernommen und alles gezeichnet. Die Bedingungen waren wahrscheinlich so ähnlich wie in Japan. Oh. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, also drei Mann seid ihr, die das komplette Projekt stemmen. Ja, genau, wir sind die kreativen Hauptleute. Das ist aber respektabel. Jo, danke schön. War viel Arbeit. Kann ich mir vorstellen. Also, mal kurz zweite Staffel. Ja, auch wenn es kurz ist, also nur 6 Minuten, aber das war so ein erster Anfang. Also, ja gut. Kevin, hast du noch irgendwelche Fragen? Bestimmt. Ja, also für den ersten Anfang muss man hier an der Stelle einfach mal wirklich sagen, dass das echt eine gute Arbeit ist. Ja. Also allgemein ist das eine echt gute Arbeit. Das muss man auch erstmal auf die Beine stemmen, sowas. Fragen? Ich weiß jetzt nicht, Pavel. Du klangst gerade so redebedürftig. Ich wollte eigentlich gerade eine Frage raushauen. Ja, dann mach doch. Bezüglich den Titels mit den 60. Also ich denke, schätze mal, ich hatte vorhin so gedacht. Nee, jetzt hör auf. Ich hatte vorhin zwar ein bisschen rumgejoked, aber das meinte ich jetzt. Es ist eine ernsthafte Frage. Also gingt ihr von vornherein aus, dass es halt immer so Shorts sein werden, immer so eine minütige, weil 60 im Namen und so weiter. Schätze ich mal, das war so eine Anspielung. Ja, genau. Das war so die Idee, dass wir eine Serie haben aus vielen kleinen Folgen, die ungefähr 60 Sekunden gehen. Wir mussten aber einige Folgen einbauen, wo der Storyanteil dann ein bisschen wichtiger war oder mehr geredet wurde. Dann gerade die letzte Folge mit dem Cliffhanger ist auch länger als 60 Sekunden, weil wir es gebraucht haben. Ja, hat mir auch sehr wehgetan. Der Cliffhanger. Ja, wollen natürlich alle wissen, wie es weitergeht. Das ist so eine Sache, du. Wenn die erste Staffel mit dem Cliffhanger aufhört, das tut dann schon weh. Komm, Pavel, du bist es gewohnt. Das ist alles. Ich weiß, aber es heißt nicht, dass es besser ist. Weißt du, diesen Schmerz, den ich da gespürt habe? Ja? Ja, gut. Bei meinem Fall muss ich auch sagen, ich habe das Ding dann angeschaut, als es dann durchgekommen ist, habe ich direkt die Information bekommen. Jungs, ich hab die an den Eiern. Wir kriegen die zum Podcast. Und nach dem Motto hat's geschrien. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann schaue ich mir mal kurz die Serie an, ist ja schnell auf YouTube, habe ich Handy gepackt, bin eher am Bahnhof gestanden, habe mir kurz das Zeug durchgekloppt quasi und war dann auch recht angetan. Ich habe da auch ein bisschen stark gelacht, was nicht unbedingt angenehm war, weil ich habe mitten am Bahnhof stand so. Geil. Aber ich persönlich so, muss ich sagen, es waren schöne 6,5 Minuten. Ja, super.
Ja, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also es ist schon so eine komische Mischung, wirklich so aus diesen Anime-Tropes eigentlich, die zu verarschen, aber trotzdem noch irgendwie so eine Prise typisch deutscher Humor, muss man mal sagen, die man, glaube ich, sonst nicht so häufig in anderen Ländern in Comedy findet. Ja, genau. Das haben wir auch versucht, dass wir wollten auf jeden Fall diese klassischen Animes aus den 90ern darstellen, aber natürlich wollten wir unsere eigene Note mit einfließen lassen. Und wir haben dann auch im Team gebrainstormt, was wir einbauen wollen, und haben dann irgendwann entschieden, auch schon die Elemente von also Game 2 oder Rocket Beans mit einzubinden, und haben auch so einige deutsche Sachen mit eingebaut, um so unseren eigenen Anime zu erschaffen. Also dass ihr die klassischen Animes der 90er nachmachen möchtet, habt da eine ganze Menge 70er-Jahre-Power drin, optisch. 70er-Jahre? Ja, hier Cutie-Honey-Designs und Effekte und Anspielungen. Aber auch vom Charakterdesign, das schreit ja dann 70er-Jahre. Und das 80er-Jahre VHS-Gedöns, das ihr drüber gelegt habt, mich hat das sehr, sehr glücklich gemacht als alter Sack und Fan von alten Animes. Ja, unser Matze hier. Ja. Ah, schön. War also nicht unbedingt pure Absicht, ist einfach nur so gekommen, oder wie? Der Filter? Nicht, ja, ich meine nicht nur der Filter, auch das Design. Dass es manchmal so aussieht wie Cutie Honey aus den 70ern. Besonders das Mädel. Ich glaube, das ist eine Mischung aus verschiedenen Anime-Girls, die wir machen wollten. Also ist dann dieses Design entstanden. Aber ich glaube, man kann ja viel Animes aus den Größen der Augen auch ableiten, woher die kommen. Und da haben wir uns eigentlich an den 90ern orientiert, von den Augen der Figuren. Und so der Körperbau, dass das vielleicht eher 70er ist, das kann auch sein, weil sich da nicht so viel getan hat in der Anime-Geschichte. Jedes Mal, wenn ich den Pavel oder Kevin hier hübsche Mädels aus den 80ern vorsetze, dann denken die auch, was sind das für Haare? Was sind das für Oberschenkel? Also, Triple C, das ist ein Loch, mit dem du, in das du nicht fallen möchtest bei uns. Das könnte Diskussion anfachen, die geht länger als der Podcast. Also, das ist schon natürlich, das ist cool. Da ist bei euch irgendwie, ich sollte vielleicht nicht versuchen, das irgendwie auseinanderzunehmen oder zu analysieren, da ist so viel reingesteckt, das wahrscheinlich nur in meinem Kopf existiert. Weißt du, wenn du so viele Animes geschaut hast, dann denkst du dir, ha, das ist das Element und das Element und das Element, und ihr habt wahrscheinlich einfach nur so gezeichnet, wie ihr gerade es schön fandet. Kommt drauf an, was zum Beispiel hast du gesehen? Also die Serie ist nicht lang, ich schätze mal alles. Was ich an Animes gesehen habe oder was ich jetzt an Fast Hero 60 gesehen habe? Nee, was du bei Fast Hero 60 gesehen hast, wo du dich irgendwie, wo du Referenzen siehst aus anderen Animes. Wir haben natürlich auch viel eingebaut. Aber es kann sein, dass ein paar Sachen auch zufällig sind. Ja, Gott, meine Güte, darf ich jetzt nicht vergessen? Ich bin unvorbereitet, völlig und gänzlich. Ich habe jetzt gerade die Fast Hero 60s hier zur Hälfte, während ich mit dem Pavel mich geschwärzt habe, vom Dings, vom Livestream geguckt. Also ich bin vollkommen jungfräulich da auf einmal reingegangen und da habe ich das entgegengedonnert. Und jetzt bin ich natürlich stinksauer auf den Kevin. Sehr schön. Ja. Ist mein freier Abend, ne? Jetzt muss ich mich anstrengen. Nee, also ja. Go Nagai ist natürlich sofort mir ins Gesicht gesprungen. Und auch die Art und Weise, wie die Leute so ein paar Verwandlungen abgezogen haben, da geht man auch in die alte Tokusatsu-Reihe, oder? In die alle Sentai-Kram, alle Power Rangers, beziehungsweise die alten 70er-Jahre. Ja, genau. Was ich vielleicht noch eine Frage hätte, ich meine, theoretisch kann man das sehen, wo zum Beispiel eure Inspiration in Anführungsstrichen herkam, aber gab es da irgendwelche Sachen, wo ihr gesagt habt, okay, das braucht ihr unbedingt drin, also zum Beispiel jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie zufällig das war mit der Sailor Moon Sache, ich weiß zum Beispiel, dass auch die Synchronsprecherin ist, aber genau, das habe ich auch irgendwie beiseitig mitbekommen. Ich weiß, ich glaube, Kevin ich hat es dir mal erzählt. Genau. Ja. Also ich habe da jetzt nicht drauf Fokus gelegt. Ich habe auf Salem und damals nicht geschaut zu, das bereue ich bis heute, aber habe ich nicht geschaut gehabt. Deswegen war mir die deutsche Synchronsprecherin gar nicht bekannt. Ja, aber sie ist aber auch die Sprecherin von Lisa Simpson. Ah, okay. Daher kommt es mir vielleicht bekannt vor. Wobei ich da auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Bei den Rocket Beans Chats
Das war irgendwie der meiste Kommentar, irgendwie Sailor Moon und Lisa Simpson, während das lief. Und 1000 Hertz sind dabei. Okay. Krass, dass sie oh, das alles cool. sofort wiedererkennen. Ja, das ist halt wirklich interessant. Gerade bei Synchronsprechern, Animes, das sind ja Synchronsprecher eh die Stars davon. Mhm. Und da ist das immer sehr interessant. Ich finde es interessant, dass auch in Deutschland halt da, dass diese Stärke dahinter ist von den Leuten. Ja, ja, es gab auch, hier in Deutschland gibt es auch einige Stimmen, die echt super, super Wiedererkennungswert haben. Also zum Beispiel die Son Goku, die Stimme, die wollen wir irgendwann auch noch haben. Tatsächlich finde ich ja, die deutsche Son-Goku-Stimme ist die beste von allen. Von allen Son-Goku-Stimmen, meiner Meinung nach. Habt ihr auf YouTube schon mal... Ich auch. Es gibt auch auf YouTube so ein Video, wo man Dragon Ball Z in allen Sprachen sieht. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich meine, das, was man so mitbekommt, so in den Jahren, wenn man Animes schaut, man kriegt halt mal also einfach gemein, einfach YouTube. Wenn man einfach YouTube ist, dann gibt es gibt überall sind Dragon Ball Z-Fans. Und überall findest du mal irgendein Meme oder so. Und wer sich dann mal zum Beispiel Dragon Ball Kai angeschaut hat, mit dem Originalton, dann weiß man ja circa, wie zumindest mal die Stimme war von Son Goku im Japanischen. Die Englische, die hört man eh dauernd. Und die Deutsche, die finde ich, habe bisher tatsächlich so am besten. Weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Ja, das liegt daran, dass wir in Deutschland Synchronsprecher echt wirklich ernst nehmen, verglichen zu anderen Ländern. Ja. Weil wir schauen, wir schauen keinen O-Ton. Im TV ist alles synchronisiert und übersetzt. Und in anderen Ländern benutzen die oft O-Ton genau, mit Untertitel. Ja. Unbedingt Untertitel, aber mit einem Sprecher, der halt monoton drüber redet. Ja, genau, das ist bei bei einigen Ländern. Ja, in Polen zum Beispiel oft so, ja. Ja, genau, in Polen zum Beispiel oder noch weiter an dieser Ecke. Hm. Aber zum Beispiel Skandinavien, Holland und so, die haben auch viel O-Ton mit Untertiteln. Ah, okay. Also einfach O-Ton, also auch ohne, also keine monotone Sprache drüber. Ja, genau. Ja, okay, sehr interessant. Ich weiß zum Beispiel jetzt, weil ich in Pole bin, deswegen weiß ich das, dass aber dafür Kinderserien, also Sachen für Jugendliche oder halt Jüngere, die werden sehr oft synchronisiert in Polen. Das finde ich auch sehr interessant. Aber so Erwachsenenfilme oder allgemein große Kinofilme, die werden halt eigentlich nie synchronisiert. Ja. Sehr interessant. Das ist richtig lustig, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Zum Beispiel die Niederlande haben auch sehr viel mit Untertiteln, weil niemand will die holländische Sprache, die will dann keine so hören. Ich mag die holländische Sprache. Ich auch. Die hören sich immer so gut gelaunt an. Meine Eltern waren Binnenschiffer, ich habe einiges an Holländisch abgebrochen. Ich mag das Zeugs ebenso. Ich fand es komisch, dass dann die Leute nichts synchronisiert haben. Das war meine erste Begrüßung davon. Also. Und dann habe ich im Studium davon gehört, dass zum Beispiel andere Länder wie in China, da wird nur untertitelt. Die machen sich nicht die Mühe. Das Zeugs wird einfach dann, weil China ist groß, viele Dialekte, teilweise sind Dialekte so weit voneinander entfernt, dass es andere Sprachen sind, offiziell. Ja. Bayern dann, zum Beispiel. Ja, da wird der Kram nicht gemacht, da wird direkt untertitelt, nur. Gegenbeispiel. Das hätte ich aber, ja doch. Stimmt, das macht aber auch Sinn. Ja. Ja. Aber was auch interessant ist, allgemein die deutsche Synchros sind meistens qualitativ sogar teilweise sogar besser als die O-Ton-Sachen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt in Anime, aber im Film oft. In Filmen? Ja, das stimmt. Passiert manchmal. Die Hollywood-Schauspieler, die lieben die deutschen Synchronsprecher. Also zum Beispiel Bruce Willis ist ein Riesenfan von seinem Sprecher. Und viele andere, weil die einfach, die klingen besser als die echten Stimmen. Bei manchen ist es nicht so allzu schwer. Ich meine, Schwarzeneggers deutsche Synchronsprecher ist sowieso das Ideal. Man kann das Original nicht aber so dann, viel machen. Das Original, das ist einfach der Klassiker, gerade bei Schwarzenegger. Get to the chopper. Du, ich habe so viele Jahre lang nie gewusst, wie der im Original angehört hat. Und als ich dann zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich stolte mich auf Deutsch. Ja. Aber ich finde es einfach interessant, so Sachen. Gut. Können wir froh sein, dass wir in Deutschland leben, die halt so eine Kultur haben, wo sowas auf Wert geschätzt wird. Alles andere eher so geschissen drauf, aber ey, unsere Filme sind die besten. Unsere Synchronsprecher sind die besten, als andere, weg damit. Aber sehr interessant, sehr interessant. So, Kevin, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich habe dir gesagt, du sollst Notizen machen. Hast du das gemacht? Ich habe ein paar Notizen gemacht, ja. Yo, gib uns. Ich bin ja nicht gesteinigt, nur mal Glück gehabt. Hui, jetzt hat mich das Husten erwischt. So, RIP, Kevin.
Was, ich hatte jetzt noch mal eine kurze Frage zwischendurch. Ihr hattet das irgendwann mal auf Twitter gepostet, aber bei eure männlichen Rollen, das war, glaube ich, alles jetzt doch derselbe Sprecher, oder? Das war der Designer von... Ja, genau, der Ferdinand The Inner World. Ja, genau, der Ferdinand Engländer hat jetzt in der ersten Staffel die meisten männlichen Sprecher gehabt. Sonst hatten wir noch einen anderen Sprecher für den welche Stimme war das? Pikachu vielleicht, der klang ein bisschen anders. Welcher? Den Pikachu-Verschnitt? Nee, das ist der gleiche. Das ist der gleiche. Holy shit. Ja. Alter Schwede. Mein Gott, der Mann kann stimmen. Das war der gleiche. Okay. Ich glaube, der Mönch oder noch eine andere Stimme, die irgendwann vorkam. Aber wir hatten eine Star-Rolle und darauf haben wir uns erstmal beschränkt. Und jetzt für die nächsten Staffeln hoffen wir mal, dass alles besser wird. Und dann kommen auch mehr Stars. Der Pikachu heißt übrigens Rino. Ja. Es wird auch mit Pikachu verglichen, weil es gelb ist. Aber ich denke mal, das war auch so die Idee dahinter, oder? Also es hat irgendwie so... Ein bisschen. Ja. Ein kleines bisschen. Da hätte ich tatsächlich auch noch eine Frage. Wie lange hat... Also ich schätze mal nicht, dass ihr das jetzt irgendwie so im wöchentlichen Format gemacht habt, sondern eher, ihr habt da wirklich erstmal die komplette erste Staffel gemacht. Genau. Und natürlich dann alles synchronisiert. Das dauert ja alles Zeit. Aber genau, das ist das. Wie viel Zeit habt ihr so quasi für die erste... Ja, für die erste Staffel gebraucht. So, das würde mich auch sehr interessieren. Weil, ja, mal nebenbei, ich animiere mal kurz und dann holen wir mal kurz mal irgendwelche Synchronsprecher, die mal kurz das Zeug einsprechen. So ist es ja nicht. Das dauert ja alles ein bisschen länger. Ja. Wie lange war so circa der Arbeitsaufwand rein zeittechnisch? 7 Monate, glaube ich, waren das. 7 oder 8 Monate. Ach du Scheiße, wow. Von der Idee und dem Konzept. Dann haben wir nach Partnern gesucht. Dann brauchen wir Finanzierung, um die meisten Sachen bezahlen zu können. Dann ging die erste Runde los, dann wollten Leute mitreden, dann ging die zweite Runde los und dann ging es so immer weiter, bis die ersten fertigen Bilder haben wir dann so 3 Monate vor dem Ende gesehen. Und ja, vorher war alles nur ganz grob. Gab es auch viel so in Anführungsstrichen Crunch-Time? Also hattet ihr wirklich so gesagt, okay, wir ziehen das jetzt bis dahin, also wir wollen bis dahin fertig werden, also eine Deadline gesetzt und gesagt, okay, bis dahin muss es fertig sein? Ja, genau. Also wir haben ja mit Funk zusammengearbeitet, die haben das finanziell unterstützt und sie hatten die, von ihnen kam irgendwann auch der Wunsch, dass Fast Hero 6 die am Ende von Game 2 laufen soll. Ach so, ihr seid jetzt nicht auf Game 2 zugekommen, sondern das war von Funk aus. Das war, also wir hatten schon den Wunsch gehabt, mit Rocket Beans zu arbeiten, aber die Entscheidung, dass es am Ende von Game 2 lief, das wurde von Funk entschieden. Ah, okay. Das ist sehr cool, ja. Das ist gratis Werbung, können wir auch mal? Ja, ich meine, also mal Hand aufs Herz, das ist ja tatsächlich dann, ihr habt ja ein Projekt gestartet, das wurde, und ich denke mal, wenn man gerade, also ich sag mal so, gerade so auf YouTube, wenn man da mal was startet heutzutage, dann ist es halt eigentlich, ich sag mal so, mal eben mal was zu aufbauen, eine große Zuschauerschaft, eine Community und ähnliches, es geht ja nicht so einfach. Also denk mal, mit sowas wie Rocket Beams hattet ihr einen guten Start. Das stimmt. Ja, aber das Einzige, was blöd ist, dass diese Entscheidung kam relativ spät. Ich fände cooler, wenn das wenn schon eigentlich von Anfang an das schon der Plan da wäre, dann können sich viel mehr Leute drauf einspielen, anstatt es war, glaube ich, 3 Wochen vorher oder so, wo das erst entschieden und dann war Game 2 war erst in der Planung von der neuen Staffel. Es war eigentlich alles schon gesetzt und es gab da so ein bisschen ein Hin und Her, bis es das dann feststand. Das Ding ist sehr cooler, wenn das früher feststand. Dann könnte man sogar viel mehr besser einflechten in die Serie Game 2. Ja, gut. Also sowas wie zum Beispiel dann das Bild mit Simon, das kam wahrscheinlich auch erst eher spontan dann rein, ja, oder? Genau. Das war irgendwie so in der so am Ende haben wir irgendwie sowas eingebaut. Aber ein paar Sachen waren schon früher drin. Will ich aber also nicht nächstes Mal sagen. Okay, na gut. Ja. Yeah.
Aber das ist die ganze Zeit so reinfahr, Kevin, aber das sind Sachen, die mich interessieren, ja? Ja, ja, nee, das passt schon. Aber das ist schon interessant. Ich wollte ja jetzt auch eigentlich eher so darauf zu sprechen kommen, wie das jetzt hier mit Funk passiert ist. Ihr seid dann wahrscheinlich auch irgendwann einfach mal zu denen hingegangen oder so und habt gefragt, oder? Weil ihr habt ja wahrscheinlich erstmal irgendwie was gemacht, um es zu zeigen, seid dann damit zu Funk gegangen, kann ich mir so vorstellen, oder? Mhm. Ja, genau. So in der Art war das. Okay. Ja. Ja, gut. Aber ja, es ist schon ganz gut eigentlich gewesen, so dass ihr am Ende immer von Game 2 gelaufen seid. Aber ja, wie du das gerade sagst, das war alles ein bisschen plötzlich, ein bisschen überraschend. Die haben ja, das genau. Ja irgendwie dann noch mit Game in die Folge, wo dann die erste Folge von Fast Hero 6, die kam ja noch so ein bisschen narrativ reingebunden, will ich mal sagen, mit dieser Fahrstuhlszene, dass ihr dann am Ende laufen werdet. Aber man hätte das früher festgestanden, hätte man ein bisschen mehr Hype auch noch aufbauen können und davon hättet ihr dann wahrscheinlich noch mehr genossen. Ja, genau. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung mit Rocket Beans. Das sind coole Leute. Ja gut, ich denke mal, das bleibt ja auch so eine Kooperation, oder? Ja, mal gucken. Also, wir haben ein bisschen Kontakt noch zu denen und da gucken wir mal, wie wir weitermachen. Okay, wie seid ihr generell eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt um Fast Hero 60 zu machen? Wann kam dieser Funke, diese Idee und dass ihr das so umsetzen wollt? Und habt ihr euch auch im Team schon, also na gut, ihr nennt euch Cousins, ihr kennt euch wahrscheinlich vorher schon, oder? Ja, genau. Ja, wir sind drei Regisseure, die uns schon lange kennen. Wir haben schon viele Filme zusammen gemacht oder auch so alleine. Und wir haben zusammen Urlaub gemacht in Shanghai und haben dann überlegt, ja, warum machen wir nicht ein Anime? Und dann haben wir echt so lange angefangen. Was man so mal überlegt. Ja, also, ja. Ja, also, warum mache ich nicht einfach ein Anime? Ja, wieso nicht? Also irgendwie, ich hatte mir eigentlich immer gedacht, dass das nicht geht ohne sehr, sehr viel Liebe. Ich denke mal, wenn du sagst, machen wir manchmal ein Anime, dann war das nicht so nebenbei geworfen, sondern irgendetwas, was in jedem von euch schon eine Weile geschlummert hat, oder? Ja, also wir haben alle drei so einen Drang, Geschichten zu erzählen. Und wenn wir was anpacken, dann machen wir es auch mit viel Liebe und Hingabe. Und ich meine, Animation ist viel Arbeit, weil man viele Bilder zeichnen muss. Mhm. Man zeichnet auf Papier, guckt sich das an, dann verwirft man das und macht alles wieder von vorne. Ja. Also sonst geht es nicht, sonst wäre keine Folge fertig geworden. Wie steht's denn jetzt mit der Liebe, nachdem ihr euch durch die erste große Wand durchgeboxt habt? Ist sie noch genauso groß oder ist sie sogar noch stärker geworden? Noch stärker geworden. Auf jeden Fall, ja. Wird das jetzt ein wichtiger Bestandteil eurer Zukunft? Das werden wir sehen. Wir haben auch noch andere Projekte, die wir auch immer wieder zusammen entwickeln. So, das könnte auch noch was Neues kommen, aber es kann auch sein, dass wir mit Fast Zero 60 mit einem neuen Add-on machen, aber das können wir jetzt noch nicht genau sagen. Mhm. Es gibt noch ein paar Ideen, die wir haben, die auch ziemlich cool sind. Da werden wir aber rechtzeitig euch was ankündigen. Oh. Okay. Oh, ja. So ist 21 Minuten die zweite Staffel. Da bist du heute Abend noch. Danke. Ja, das hat mich so. Ich wollte mehr. Gut, aber ich wollte mehr. Ja, man muss immer irgendwo anfangen. Das ist vollkommen richtig, ja. Eine Frage, die Pavel vorhin schon aufgeworfen hat, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen dann untergegangen ist. Das mit Sailor Moon, war das ein Zufall oder habt ihr das so geplant? Das war unser Traum. Wir wollten die Sabine Bohlmann haben. Und wir sind auf sie zugegangen und sie hat sofort zugesagt. Wow, das ist cool. Ja, das ist definitiv cool. Sie war wirklich sofort dabei. Ein paar Bilder gesehen. Und es ging auch ziemlich schnell mit den Aufnahmen und das war super entspannt. Oh, schön, das ist schön. Das hört man gern, sowas. Ja. Sachen ohne Probleme. Das soll es tatsächlich geben. Kennt man gar nicht. Besonders im kreativen Bereich. Oh, hör mir auf. Puh, dann haben wir jetzt meine Notizen schon ziemlich schnell durchgeballert. Schlecht. Siehst du, es funktioniert alles zu gut.
Ja, dann können wir nochmal die Staffel Fast Zero 60 gucken. Und dann nochmal. Ja, was ich noch so eine Frage hätte, diese Sache mit unserer lieben, oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, mit unserer Protagonistin, das mit dem Würfel. Also war das wirklich nur so ein Joke oder war diese Szene, die zwischendrin reingeschnitten wurde, serious? Was meint ihr denn? Also sie war ja am Anfang etwas frei Folge bekleidet. Folge 3, wo dann dieser Zwischencut kommt, wo sie sich zuerst sexy verwandelt, aber dann zum Würfel gemacht werden soll. War das einfach ein Joke oder war das tatsächlich dann so, dass man gesagt hat, okay, die, ich sag jetzt mal, die Sponsoren sagen, nö, so geht das nicht. Was meint ihr denn? Also ich sag, das war ein Joke, weil ich könnte die Alternative nicht vertragen. Das würde mein Herz. Also ich könnte die Alternative vertragen, aber definitiv. Ich meine, man hat gesehen, in diesem Bild wurde sehr viel Liebe reingehauen. Also dieser eine Shot, da war sehr viel Liebe drin. Ja, das stimmt. Also es war ein Joke auf jeden Fall. Aber wir wollten damit natürlich auch indirekt was aussagen, wie es mit den Filmemachen ist hier. Dass man irgendwie aufpassen muss, was man macht. Deswegen haben wir uns das einmal da erlaubt. Nur noch eine Frage. Weil Funk da ja wohl relativ offen ist, soweit ich gehört habe. Also hattet ihr irgendwelche Probleme sonst mal, wenn es um irgendwas Inhaltliches ging oder eher nicht? Nicht bei Fast Zero 60. Okay. Das ist nicht bei Fast Zero 60, das ist interessant. Frage. Wichtige Frage. Ja. Bleibt sie ein Würfel? Keine Antwort. Okay, kann ich beleben. Gut. Oh. Ja, aber das ist echt eine süße, sehr coole Serie. Dankeschön. Ja, also kann ich auch nur so unterstreichen. Das Einzige, was ich halt nicht so nachvollziehen kann, ist das mit der Pizza, wobei das eher so ein Zeitgeist ist. Oder sie mögen einfach Pizza. Ja, oder sie arbeiten in einer Pizzabude. Das habe ich schon mitbekommen, dass sie da arbeiten, aber ich kenne Leute, die in einer Pizzabude gearbeitet haben, die sind und da es nicht so lieben. Nee, definitiv nicht. Ja, aber es muss einen geben, der es liebt. Somewhere out there. Ja, irgendwo. Und das ist unser Held von Fast Zero 60. Unser Pit. Ja, den habt ihr dann einfach geklont und dann ist... Genau. Ja. Holy shit. Ja, finde ich super. Ich finde es einfach klasse. Oh. Gut. Da wir jetzt hier schon mal erstmal über Fast Zero 60 gesprochen haben, wird mich jetzt einfach mal interessieren, was denn so dein Lieblingsanime so sind. Und wiefern man da jetzt halt die Einflüsse auf die Serie dann sieht. Also bei uns drei war es relativ unterschiedlich. Der Cheng, er kennt viel unbekannte Sachen. Ich hingegen war eigentlich derjenige, der nur die Animes geschaut hat, viel, die auch in Deutschland zu sehen waren. Sprich, sowas wie Sailor Moon, Dragon Ball, One Piece, bis zu einem Teil habe ich geguckt und danach aber leider nicht mehr. Und Detektiv Conan, und ich will mir die Sachen durchgucken, wenn es mal ein Ende gibt. Nein, aber ich weiß nicht, wann es passiert. Es wird kein Ende geben, das wird uns überleben. Das kann sein. Ich glaube, gerade bei One Piece habe ich mal irgendwann... Nee, One Piece eher nicht, eher Conan. Nee, ich habe gehört, dass das Ende bis er rauskommt, bevor er stirbt. Ja. Also ich glaube, wenn er stirbt, dann vorher kommt das Ende raus. Wahrscheinlich hat er das schon fertig. Ja, aber du genau, zurück so von wegen. Nee, erst wenn ich am Abnippeln bin, Jungs. Vorher dann gebe ich euch. Dann gibt es nämlich die Zahlenkombination für den Tresor und da sind die Folgen drin. Er hat Source-Style etwas geschluckt und das kriegt man erst, wenn er von uns geht. Du, das sagt man so zum bisschen so im Spaß und der Freude, aber das ist auch schon öfters genug passiert. Hier. Der Autor von dieser ewig langen Fantasy-Reihe vom Rat der Zeit, der hat ja auch sein Ende schon im Konzept fertig geschrieben gehabt, bevor er gestorben ist. Und dann haben sie es, die Familie hat es dann freigegeben aus dem Schrank, aus dem Safe. Und
damit es fertig gemacht wurde von einem bestimmten Autor, den sie sich ausgesucht haben. Also ja, genau. Ich glaube, das passiert auch relativ oft, weil wenn irgendwas einen Riesenerfolg hat, dann versucht man so viel davon zu profitieren. Na gut, aber glaube ich, ist von jedem Autor seine eigene Mentalität, ja, wie er es macht oder wie er es nicht macht. Oder ob er es schafft, ein Ende vorher zu schreiben, wenn er überhaupt weiß, wo es hingeht. Ja. Ist toll. Ja, gut. Das ist schon richtig. Und vor allem, ja, gerade in Japan, wenn man darüber nachdenkt, mit den ganzen Erdbeben und so, da kann es mal ganz schnell schief gehen. Oh, erinnere mich nicht dran. Ja. Sorry, Matze, ich habe dich dran erinnert. Ja, da sind tatsächlich einige Zeichner, die ich verfolgt habe, damals von uns gegangen. Ja, ich habe das gar nicht gerafft gehabt. Das war doch 2011, ne? Ja. Ja, da war ich gerade noch, was war ich da? In der Schule bin ich morgens in der Bahn gefahren, denk so, hä, irgendwie ist in letzter Zeit gar nicht so viel Animes released. Und dann sagt der Kollege so, ja, hast du das nicht mitbekommen? Ja, was denn? Ja, das Erdbeben in Japan? Oh. Du solltest es erklären. Ja. Oh mein Gott. Wir waren doch eigentlich bei den Lieblingsamis, oder? Lieblingsamis? Lieblingsanime. Ich wollte schon sagen, Anime. Ja. Ja, genau, das habe ich ja gesagt, so. Ich war ein riesen Dragon Ball Fan. Ich habe früher mir die Mangas gekauft und auch voll viel nachgezeichnet. Ja, ich glaube, das hat mich auch früher viel zum Zeichnen einfach gebracht, die viel Dragon Ball und Sachen in dem Stil. Da muss man aber auch sagen, Dragon Ball war noch ziemlich gut gezeichnet und animiert, wenn die feinen Szenen rauskamen. Ich meine, zwischen den ganzen langgezogenen Kaugummi-Elementen, zwischen den 5 Minuten auf Namek, dann kam ab und zu mal so 20 Sekunden pure Sakuga. Und dann war man glücklich. Ja. Ja, aber wenn One Piece gucke ich mir manchmal an und wenn ich mir da die Panels anschaue von dem Manga, das sieht so geil aus. Das ist super detailliert bei einigen, gerade bei so großen Panels, wo super viel passiert. Das finde ich auch echt geil. Bei also, One? Ja, finde ich schon. Bei One Piece, da finde ich es fast schon zu viel. Der eigentliche Inhalt ist eigentlich von der Erzählgeschwindigkeit. Der von der Erzählgeschwindigkeit ist eigentlich ein bisschen zu schnell für die Menge, die in jedem Bild drin ist. Mhm. Du willst eigentlich auf dem Bild erstmal alle Details suchen, aber storytechnisch vom Lesefluss müsstest du eigentlich schon weiterblättern. Ja, das stimmt. Aber ich finde, das macht super viel Spaß, mir das anzugucken. Ich weiß gar nicht, was es sonst noch gibt, was so in dem. Weil ich auch nicht so viel Research mehr mache über aktuelle Sachen, die so einen Detailgrad haben. Mein Mann. Ha? Was? Du bist mein Mann. Ich nicht mehr so viel. Also bei mir ist da auch eher so Stillstand, was so Research oder was gerade aktuell ist und so. Ich benutze jeder meistens so Sachen, Seiten, Würfel, irgendwas aus. Und wenn das ansprechend aussieht, dann schaue ich es mir an. Ja. Die Sache ist die, kommt natürlich darauf an, welchen Stil du wirklich magst. Der One-Piece-Stil ist ein sehr comicartiger Stil, der wunderbar leicht zu lesen ist. Es gibt auch dann Stile, die sind viel, viel grafischer und viel aufwendiger. Mhm. Ich meine, wenn du einfach mal in Google Berserk-Manga eingibst und auf Bilder gehst, dann siehst du, was einige von den großen Meistern für eine zeichnende Qualität haben. Das ist dann schon extremst. Berserk ist auch geil, das ist der fast von uns großer Fan. Ah, schön. Ich weiß nicht, Berserk kann man nicht unbedingt zum Mainstream zählen, oder? Aber das ist zumindest was, von dem du schon mal gehört hast dann. Ne? Es ist super bekannt. Also ich habe es mal angefangen zu lesen, aber auch, glaube ich, nur die ersten paar Folgen und dann habe ich aufgehört, aber nicht, weil ich es blöd fand, sondern weil ich andere Sachen zu tun hatte. Ja, klar, sowas passiert. Ich bin so glücklich, dass ich das noch nicht angefasst habe, ne? Ja. Also, ich bin so glücklich darüber, dass ich es noch nicht angefasst habe. Noch nicht. Das ist genauso wie mit dem Lied von Eis und Feuer, mit dem Game of Thrones, ne? Also, da kannst du anfangen, wo du willst. Egal, ob es Buch ist oder Fernsehen, du weißt, es gibt kein Ende. Mhm. Aber die Serie soll doch in 2 Jahren zu Ende sein. Von was? Ja, soll. Das muss, weil ich habe es auch noch nicht geguckt und will danach anfangen. Ja, irgendein Ende ist besser als kein muss. Ende vielleicht. Vielleicht, wer Nein, weiß. Definitiv nicht. Also das, wenn man schon so mal nachdenkt, irgendein Ende ist man wieder bei Soul Eater zum Beispiel. Oh Gott. Wo der Anime einfach im Vergleich zum Manga einfach so miserabel war für jemanden, der ein bisschen mehr Ahnung hatte, sage ich jetzt mal.
Naja, wer halt weiter gelesen hat im Manga. Genau. Und also weiß, das was war, da eigentlich noch kommt. Genau, also das finde ich halt. Man soll den Autor erstmal machen lassen und die Serie kann dann irgendwann später kommen. So ist meine Meinung. Ich brauche das Zeug nicht direkt 2 Wochen nach Manga-Release als Anime. Erstmal ein gutes Werk draus machen und dann kann man drüber reden, ob man das animiert. Aber naja, da bin ich wohl alleinstehend. Nicht ganz, nicht ganz. Ich tue ja, ich gebe dir ja recht, aber ich habe irgendwie so, das für mich wäre das schon fast Wunschvorstellungen. Ja, das ist eine Wunschvorstellung, weil es gibt ja nicht so viele, ich sag mal eine Serie, die abgeschlossen ist und dann an Manga, Anime bekommt. Ja gut, jetzt zum Beispiel hier, wie ist er nochmal? Das mit dem, okay, mit dem hast du gefeiert, mit Migi, mit der Hand. Parasite. Parasite zum Beispiel. Ja. Das war jetzt so ein Ding, deswegen war er auch so gut, weil die Story war zu Ende. Und jetzt kann man da draußen Anime machen. Gibt ein paar Ausnahmen. Immer wieder Ausnahmen. Ja, Monster zum Beispiel. Ich finde, es gibt einen Haufen Animes, denen das richtig wehgetan hat. Oh ja, du, ich will gar nicht. Ich könnte aufzählen. Ich habe eine ganze Liste. Für was hast du keine Liste? Ich weiß nicht. Ich mag Listen. Ordnung muss sein. Jetzt mal kurz zurück. Du sagst, du hast eher die etwas bekannteren Anime-Sachen konsumiert. Ja, genau. Heißt es dann auch, du hast Sachen gesehen wie Death Note oder Attack on Titan? Ja, oder? Ja, Death Note liebe ich. Ah. Das ist... es hat auch, glaube ich, 31 Episoden nur. Ja, 39 waren das, glaube ich, oder? 39? Irgendwas 38, 39 rum, ja. Aber ist ja wurscht. Ja, das war fast perfekt. Einfach, das hatte so viele Twists. Ja, und dann gibt es ja die Zeit, Leute, die sagen, der Manga ist besser. Ich bin einer Szene. War einfach, das war super geil. Ich hab's verschlungen. Ich habe alle Folgen gesehen und fast ohne Pause. Ich habe, bis ich dann pennen musste, bin dann am nächsten Tag aufgewacht und habe weitergeguckt. Ja, das Gefühl kennt ja, das. Ja, der Binge-Watcher. Hi. Diese Grundkonstellation war einfach geil. Mit in diesem Duell, dass die sich immer wieder übertroffen haben. Und ich finde genau das, also den Grundkonflikt haben die bei diesem Netflix-Film überhaupt nicht hingekriegt. Ja, habe ich Gott sei Dank auch noch nicht gesehen. Nee, da kann der Kevin ja, das stimmt schon. Dieser Konflikt war dann gar nicht da in diesem Film irgendwie. Das war einfach nur so ein kurzes Hinterher eher als ein Gegeneinander. Also, dass er halt einfach nur Leid hinterher ist, statt dass sie wirklich gegeneinander antreten. Ja. Und was beim Manga fand ich auch cool, dass der, wer heißt denn nochmal, Light, der war einfach ein sehr kluger Mensch. Und deswegen hat er auch diese ganzen Taten begangen. Nicht, weil er irgendwie gemobbt wurde oder irgendwie ein Loser-Typ ist, sondern weil er einfach ein schlauer Mensch ist und gedacht hat, so verbessert er die Welt. Er hat schon, also meiner Meinung nach, Elemente von Soziopathie. Ja. Also er ist nicht nur klug, er ist auch ein kleines bisschen gefährlich wahnsinnig. Ja, aber das gehört... sehr interessante das, Weise. Ja, genau. Ja, Death Note war super. Her. Ist auch schon Jahre her bei mir, dass ich das angeschaut habe. Mhm. Death Note ist einer dieser Animes, die habe ich immer gesagt, ja, irgendwann mal. Und als ich mir angeschaut habe, fand ich den super und dann wieder verdrängt. Ähnlich auch bei Elfenlied. Viele Leute haben das geliebt. Als ich es geschaut habe, habe ich es geliebt. Und jetzt habe ich absolut keine Ahnung, was daran überhaupt noch gut war. Elfenlied habe ich nicht geschaut. Worum ging's da? Keine Ahnung, frag ich doch nicht. Ich schon, glaube ich, das letzte Mal als ich angeschaut habe, wann waren das? Im 2010 oder früher. Ich weiß nur noch Mädels mit psychokinetischen Kräften und eine Menge Blut und Körperteile, die durch die Gegend geflogen sind. Ja, okay, das klingt nicht so geil wie Death Note. Ja, also Elfenlied war grundsätzlich so von der Idee ganz nett, aber es ist halt jetzt eher so. So das Splatter-Scheiß, sagen wir es so. Das ging ja, direkt die erste Folge hat, die ersten 5 Minuten ging ja irgendwie darum, von wegen, da hat man unsere Protagonistin und die rennt erstmal durch so ein komisches Gedönse und schlachtet alles, was vor ihr steht, ab. Ja. Das ist natürlich dann für die eher jungen Menschen sehr ansprechend, warum auch immer. Vor allem, weil sie sehr, sehr knapp bekleidet war. Also nichts anhatte, außer einen Helm. Also, ja.
Aber ich habe auch keine Ahnung. Es gibt doch viele Leute, die sagen, das Ding ist immer noch gut. Ich kann mich um Gottes Willen nicht dran erinnern, was daran gut war. Ach Gott, irgendwann mal, wenn die Sterne in der richtigen Konstellation stehen, gucke ich es mir mal wieder an. Aber kannst du mir wieder erzählen, ob das doch was Gutes war oder was ich da verdrängt habe? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass der Inhalt für mich etwas zu Teenager-mäßig edgy war, weißt du? Ja, ja, das muss ja. Zu übertrieben provokant und etwas, ja. Die Interaktion zwischen den Menschen fand ich auch ein bisschen anstrengend, weil das Hauptcharaktermädel ist halt im Kopf ziemlich bla bla. Kaputt, ja. Ja. Gut. Aber okay, was hast denn du da noch mitbekommen von dem großen Mainstream, der da so herweht durch die deutschen Lande? Was meinst du genau? Anime-mäßig. Ach so, letzter Zeit, was bekannt war und was du gesehen letzter hast. Zeit. Ja, so. Oder schon länger nicht Zeit, mehr. Wo du mitbekommen hast. Nee, schon länger nicht. Ich bin eigentlich hängen geblieben irgendwann. Nach One Piece eigentlich bin ich hängen geblieben und dann weiß ich gar nicht mehr. Es laufen noch auch keine Animes mehr im deutschen Fernsehen, oder? Na, es gibt ProSiebenMax. Und da laufen ja, ich glaube, Mittwochabends ist das immer, wo die halt pro Woche eine Folge von ich glaube, 5 Serien mittlerweile zeigen. Also da kommt dann entweder so ein edgy Mist wie High School DD, aber ich glaube auch aktuell, also als nächstes zeigen die, glaube ich, auch Code Geass. Und Code Geass war toll. Death Note zeigen die, glaube ich, auch noch mal. Ich weiß jetzt nicht. Ich kenne das Programm jetzt nicht auswendig. Ja, gut. Na, Code Geass habe ich schon mal gelesen. Das soll ganz gut sein. Jupp. Ja, aber sonst, nee, neue Sachen kenne ich nicht, aber vielleicht gucke ich mir das mal an. Worum geht's da? Ist auch nicht mehr so neu. Wann war das? 2008? Hm? 9? Echt so? Ja, schon ein bisschen älter, ja, das ganze Ding. Das hat, glaube ich, 2 Staffeln oder so. Oder waren es mehr? Ich weiß nicht. Es waren 2. Es gab 2 Staffeln und einen Film oder irgendwie sowas. Ist ja sehr, sehr beliebt und auch eine sehr gute Serie. Du hast einen sehr intelligenten Protagonisten, der halt irgendwie... Ich habe vergessen, was er machen wollte. Okay. Soll ich es kurz erklären? Ja. Spoilerfrei bitte. Es ist gut, ich habe einen Consumer hier und ich kann das nochmal anschauen und denke, es ist das erste Mal. Es ist so eine Alternativ-Science-Fiction-Historie, wo Japan von dem Großreich Amerika, nicht Amerika, England, eingenommen wurde. Denn England hat nie aufgehört, eine riesengroße Kolonialmacht zu werden und sie kanoniert fleißig weiter, bis sie dann irgendwann mal auch England, Japan niederkoloniert. Das wird dann einfach nur noch Bereich oder Bezirk 11 genannt. Und da ist ein Schüler, der so ein ganz kleines bisschen so Ähnlichkeiten mit unserem guten Light hat. Also hochintelligent und ein kleines bisschen soziopathisch. Und der bekommt eine Kraft, die es ihm erlaubt, anderen Leuten einen Befehle ausführen zu lassen. Also seinen Willen aufzuzwingen. Und die benutzt er dann, so wie mit einer Schachfigur, um sich zum Widerstand zu schließen und dann so ein kleines bisschen einen auf Terroristenanführer, aufs Charismatischen zu machen. Es ist ziemlich geil und es ist fies. Es reißt dir dein Herz raus. Es ist sehr dramatisch und tragisch. Und es tragisch. Gibt Pizza-Porn. Pizza-Porn? Was zum Geier? Wie kommst du jetzt darauf? Ja, unsere komische Protagonistin, die Grünhaarige, die hat immer Pizza gefratzt. Wie nichts anderes, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, stimmt, ja. Und Gieß. Pizza. Pizza. Das war ihr Sex-Appeal. Ja. Pizza. Ihr Sex-Appeal war Pizza. Ja. Passt doch zu Fast Hero 60. Musst du dir mal anschauen. Ja, wegen der Pizza. Oh ja, nein, stimmt, Tatsache. Ich hab Code Geass selber noch nicht gesehen. Ich wusste das jetzt nicht. Also, die war auch unheimlich süß, die Olle. Muss ich auch mal wieder anschauen. Meine Güte, ist alles so lang her. Sind diese Pizza Hut Bilder, die ich dazu sehe, echt oder ist das fake? Ich glaube, es war echt. Das war echt, weil bei Animes haben die Sponsoren gehabt, oft. Ja, glaub, aber meistens sind es ja eigentlich nicht so große Sponsoren. Also das kommt ja eher selten. Ich glaube, Pizza Hut war ein super Marken Sponsor, sieht. Weil Pizza in Japan immer noch war es nicht. Ist nicht so Mainstream wie hier. Das, wenn du in Tokio eine Pizza kaufst, zahlst du 20 Euro umgerechnet. Hey. Das liegt aber auch an Tokio. Nee, ich finde Tokio gar nicht so teuer. Ich war jetzt vor ein paar Wochen da und das ging zwischen 3 und 10 Euro. Was ging zwischen 3 und 10 Euro? Also ein Essen, ja, ein Essen für, kannst du für 3 Euro auch ein Essen holen. Und du
Dir geht's gut danach. Also es ist nicht irgendwas Schlechtes. Ja, ist es seltsam in Japan. Auswärts essen ist weitaus billiger als selber einkaufen und dann kochen. Beziehungsweise das nimmt ich glaube, kochen nicht ist schwierig, weil die Wohnungen so klein sind wahrscheinlich. Ja, aber es geht. Man kann kochen. Man kann so einen tragbaren kleinen Gaskocher nehmen. Es funktioniert schon. Warst du schon mal da? Ich war schon mal da für etwa 8 Monate zusammengenommen. Oh, das ist krass. 8 Monate. Ja. Ich war allerdings nicht so viel in den ganz großen Städten, eher in den Normalsterblichen, das Stadt-Land-Industriegebiet, was ich da gewohnt habe, das war 200.000 Einwohner. Ja, kleiner als Mannheim, größer als Heidelberg. Mhm, so cool. Ja, aber das glaube ich dir auf den ersten Blick. Die mögen zwar italienisches Essen, du findest öfters mal ein italienisches Restaurant in Japan, ja. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Pizza groß geht. Ja. Aber was machen denn die Italiener noch anderes als Pizza? Also? Pasta, Nudeln sind gut. Stimmt ja. Das war auch ein Klischee. Ja, und die Japaner mögen Nudeln. Die lieben alles aus Europa. Crepe lieben die besonders. Und Käsekuchen. Baumkuchen. Aber Kuchen sehe ich hier tatsächlich nicht so häufig. Ist das ein europäisches Ding, Baumkuchen? Baumkuchen. Ja, irgendwie sehe ich das öfter in Anime, als ich das in einem Laden sehe hier bei mir. Aha, ja, aber das haben die überall gehabt in Supermärkten, Baumkuchen. Das ist einfach nur okay. Eine Art von Allgemeinsüßigkeit geworden da drüben. Ja. Ha, na gut. Bei uns ist das eher so beliebt, da mal ab und an mal zu Weihnachten. Weil Schoki drauf ist. Ja, es gibt einige Sachen, die lieben die Japaner und andere Sachen, die lieben sie nicht, sehr zu meinem Bedauern. Wie zum Beispiel gescheites Brot. Ne? Mit Sauerteig. Gescheites Brot? Ja, dem nur weiche Milchbrötchen. Also, du kannst allerhöchstens glücklich werden, wenn du Baguette magst, weil ab und zu mal findest du einen Bäcker, der auf Französisch einen macht. Aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Du kannst dir bestellen oder in manchen Läden kaufen so richtiges Pumpernickel-Zeugs. Aber, echt? Ja. Als ich bei einer Gastmutter da drüben ein paar Wochen gewohnt hat, die hat zum Spaß und der Freude Pumpernickel bestellt, weil sie dachte, ja, das ist typisch deutsches dunkles Brot, das mag ich doch sehr. Und da musste ich ihr erklären, dass richtiges deutsches Brot was ganz anderes ist. So Graubrot mit Roggen und Sauerteig. Und dann bist du direkt einkaufen gegangen und hast dir ein anständiges deutsches Brot gemacht. Ja, ich hab's versucht. Es war eine absolute Katastrophe. Reden wir nicht mehr darüber. Ja, ich habe leider keinen guten Eindruck vom deutschen Brot hinterlassen. Ich sollte mich schämen. Aber ja. Wie vertrittst du unser Land, Matze? Ja, wegen dir gibt's keine Bäckereien da drüben. Holy shit. Oh Mann. Matze ist schuld. Japan geht unter. Also, okay. Wir sind von Code Geass über Pizza auf Brot gekommen. Perfekte Konstellation. Wir haben die Technologie. So, jetzt geht's weiter mit Fast Zero 60. Wir sind schon bei Pizza, also können wir weitermachen. Ah, ne, halt, wir sind schon Pizza vorbei, ne? Und ja, ich hab eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Auch zu Fast Zero 60 über Anime-Lieblinge von unserem Gast haben wir jetzt auch schon gesprochen. Mhm. Wir könnten ja mal zu den Anime von 1989 kommen, damit auch Matzes Teil hier erfüllt wird. Ach du meine Güte, stimmt ja. Wir Anime haben ja 1989. Ja. Du brauchst gar nicht googeln. Ich kann dir gleich was ein... oh Gott, wo tue ich es am besten hin? Posten. Irgendwie nicht so viel. Holy shit, was passiert? Na gut, ich kann es auch einfach so vorlesen, weil ich habe gemacht die Liste. Eigentlich war das für den Kevin. Die Liste, ja. Wo soll ich sie denn hinposten? Wo können wir das machen? Recording 1. Postest okay. Doch einfach irgendwo in den Discord bei Anime Slam. Ja. Oh shit, da muss der Discord öffnen. Kannst unser Gast zwar nicht sehen, aber da muss er sich einfach erzählen lassen, was das alles ist, ne? Okay, ich bin aufmerksam. Oh, 89. Ein bisschen schon abgelaufen, so 89, ein bisschen älter, du. Also, nachdem 88 so ein richtiges Brockenjahr war, also meiner Meinung nach war das eines von den Jahren, wo die richtigen Dicken rausgekommen sind, hat sich 89 wohl gedacht, er kann sie von seinem älteren Bruder nicht verstecken und muss auch ein bisschen nachlegen. War nicht so genial wie 88, war aber trotzdem einige Sachen, die man gemerkt hat. Dragon Ball Z hat angefangen zu laufen in Japan, 89. Ja. Das kennt man ja, möglicherweise. Was geht's da nochmal?
Also Dragon Ball Z, also Z jetzt, wirklich. Ja. Okay. Ah, okay. Die alte Dragon Ball Serie hat aufgehört und Z hat angefangen, 89. Achso, das ist direkt wirklich so flüssig übergelaufen? Ich weiß nicht, ob Pause dazwischen war. Aber es war nicht allzu viel Pause. Haben wir überlegen. Ja, nee, das dürfte fast schon flüssig gewesen sein. Kann sein, weil die Manga sind ja auch immer ein Jahr im Vorsprung mindestens. Ja, bei Dragon Ball wurde es dann ein bisschen knapp bald. Ne? Da musste man ein bisschen ziehen. Ja, deswegen gab es so viele Füller bei Dragon Ball Z. Wenn es keine Füller waren, dann gab es halt lange Episoden. Anstarren, bis das Gegenüber umfällt. Ja. Ich kann das noch sogar mal kurz nachgucken. Der Kollege, der lief bis 19. April 89 und Dragon Ball Z fing an 26. April. Ja, stimmt. Wow, okay. Direkt Übergang. Eine Woche später ging es weiter. Krass. Keine Pause für die Animationsschuftwerkstätte da. Ja, es lief auch einiges anderes, was man mal gehört hat wahrscheinlich, wie Ranma 1,5 lief 89 an. Den habe ich mir ja tatsächlich vor 3-4 Jahren, wollte ich nochmal komplett durchlesen. Einfach aus voller Spaß. Ja. Hab's nicht hingekriegt. Hast nicht hingekriegt? Zu viel Trash. Ah, es war so gut. Es war netter Trash, aber einfach allgemein zu viel. Ah, das Ende von dem Manga, da haben sie richtig auf die Drama- und Action-Drüse draufgedrückt. Da ging's los. Schade, dass der nie animiert wurde. Das Finale, der finale Kampf. Aber naja. Okay. Dann lief auch 89 Yavada. Das kennt man wahrscheinlich weniger. Den Autor kennt man, der Urasawa Naoki. Der hat Monster und Pluto oder 20th Century Boys gemacht. Und das ist einer von den wenigen richtig erfolgreichen Sportanimes mit einem Mädel in der Hauptrolle. Der hat 124 Episoden gehabt. Geht um ein Judo-Mädel. Judo-Anime. Ich hab davon echt noch nie gehört. Ja, cool. Es ist außerhalb von Japan nicht so bekannt. Aber sowieso, viele Sportsachen sind außerhalb von Japan nicht so bekannt, außer irgendwie Deutschland hat es sich gekrallt und dann entweder Fußball-Anime oder Sachen wie Mila Superstar. Ne? Volleyball. Eigentlich hätte ich mir gedacht, dass Deutschland sich auch Tennis-Animes krallen würde, weil Tennis ja in Deutschland nicht unbeliebt ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendein Tennis-Anime jemals im deutschen Fernsehen gelaufen war. Da gab es nämlich auch welche in den 70ern. Na, egal. Auf jeden Fall, Kinofilme, da geht es 89 eigentlich ab. Ja, Kikis kleine Liefersurfers natürlich. Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Aber Studio Ghibli. Ich habe auch keine Ahnung von Ghibli. Also, Ghibli ist geil. Du hast keine Ahnung von Ghibli. Der einzige Film, den ich halt von Ghibli gesehen habe, also an den ich mich zumindest noch erinnern kann, ich habe als Kind natürlich auch noch ein paar andere Filme von denen gesehen, aber jetzt so wirklich bewusst ist der einzige Film, den ich von Ghibli halt gesehen habe, Nausicaa. Tja, dass du den gesehen hast. Das echt? Du hast die großen Filme nicht gesehen? Naja, also wie gesagt, als Kind habe ich Totoro und Chihiros Reise ins Zauberland mal gesehen, aber halt nicht jetzt bewusst. Wir müssen mal einen Ghibli-Podcast machen, Kevin. Oh Gott, da muss ich mich mal vorbereiten. Bei Mats im Keller. Ja. Alles klar, das ist eine gute Idee. Guck mal, ein paar Ghibli-Filme, das ist eine feine Sache. Ja, filmtechnisch gingen sie auch gut ab. Die kleine Filme gab's da, die jetzt eigentlich sehr, sehr Nische sind, wie Money Money, diese Kurzfilm-Anthologie oder Five Star Stories, wo ich mal drüber geredet habe. Aber Venus Wars war der einzig andere richtig große, der auch in Deutschland schon 96 auf VHS bei uns zu erhalten war. Das war von dem Cutter-Designer von Gundam und Crusher Joe. Der Kerl war in den 80er Jahren regisseurmäßig ziemlich aktiv. Jetzt ist er nur ein gediegener alter Gentleman. Oh ja, das sieht sehr nach Gundam aus. Naja, selber Zeichner. Jetzt ist er ein gediegener alter Gentleman, der immer noch sehr gut zeichnen kann. Seine YouTube-Videos sind toll. Es ist so, wie er so. Der macht YouTube-Videos. Ja, der hat doch diese eine Reihe, wo sie vielen Autoren über die Schulter schauen mit der Kamera, wie sie eine Illustration anfertigen. Und es ist einfach toll, dem zuzuschauen, wie der zeichnet. Dem sein Stil ist schön. Der hat auch voll das Talent, mit Wasserfarben umzugehen. Dann kannst du neidisch werden ohne Ende.
im Namen von Elena müssen wir das, glaube ich, auch nochmal erwähnen. Alfred J. Quack. Alfred Jodokus Quack. Kam 89. Lief ja auch im deutschen Fernsehen. Hey, Schmude. Ja. Auf jeden Und Fall. Das Dschungelbuch. Ja. Ach, das Dschungelbuch. Der Dschungelbuch-Anime, ist der bei uns bekannt? Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist eine gute Frage. Also, ich habe den noch nie gehört. Ganz ehrlich, nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass der bei uns lief, oder? Oder lief der bei uns? Ach doch, ich kann es mir vorstellen, jetzt wo ich das mal da mal ein Bild von sehe. Irgendwas mit Dschungelbuch lief bei uns, das weiß ich ja, nicht. Ja, das ist für Disney. Ja, wahrscheinlich hat Disney auch alles dafür getan, dass der Anime nie hier laufen wird. Keine Ahnung. Ficken ihre Leute. Keine Ahnung. Ja, wenn man sich da an sowas wie das Chaos mit Kimba und was war's? Was König der von Löwen? Disney, was Kimba nach was? König der Löwen, genau, König der Löwen, was Kimba nachgemacht hatte. Aber Disney ist einfach meint, nö, das haben wir gar nicht nachgemacht. Das ist nur ganz zufällig. Ganz zufällig. Das ist nur ganz zufällig, Check fast die komplett selben gleichen Einstellung. Solange es funktioniert, ist ja wurscht. Ich meine, 89 war auch so ein Jahr, wo man schon eine Menge mehr von diesen kleinen Trash-OVAs gesehen hat, die man dann gekannt hat, wenn man irgendwie in den 90ern angefangen hat, Anime zu sammeln. Das Zeugs mit der Ultra-Brutalität oder den richtig schrägen Science-Fiction-Gedöns und Exploitation-Kram wie Crusher Joe oder Midnight Eye vom Kawajiri oder Angel Cop. Das war ja eine schräge Scheiße. Und natürlich The Gaiva. Die zweite OVA, die erste mehrteilige große Gaiva-Geschichte, der Bayer Booster Armor. Das ist ja auch komisch, ne? So Monster in Gummianzügen, wie du aus so Serien à la Power Rangers kennst, nur animiert und auf brutal ernst gemacht, sodass viele ja, Eingedärme, Körperteile, Blut und sonst was durch die Gegend fliegen. Komische Angelegenheit, ehrlich gesagt, im Rückblick. Aber okay. Als Jugendlicher fand ich das sehr, sehr geil. Bei meiner Anime-List ist Skyver als PG-13 gelistet. Na gut. Ja, also es war nicht so heftig wie in der ersten OVA, aber trotzdem. Es war eins von den Dingen, das noch Manga Entertainment englisch synchronisiert rübergebracht hat. Und ich habe es beim Freund angeguckt. Ja, solche Sachen liefen da in 89. Schau mir gerade so an, was sonst noch vielleicht so rausgekommen ist, was man nicht unbedingt kennt. Aber da kenne ich tatsächlich gar nichts. Ja, also bis auf die Gescheiten, die ich jetzt hier rausgeschrieben habe, gab es auch nicht viel. Ja, also man kann vielleicht noch was zu, also was hat noch rausgekommen bis 1989, weil sowas wie Transformers. Das Wobei ich glaube, der kennen, Transformers Anime lief, glaube ich, schon 86, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Also der erste, ich weiß jetzt nicht. Original Network, Nippon TV 1989. Es war Transformers 89 Victory. Kam ein anderer. Genau, ja, Victory Transformers Victory. Die haben die Transformers auch gemocht. Mögen sie ja immer noch. Bloß halt nicht als Transformer. Nee, ja. So ist es. Ich glaube, aus Japan kam, glaube ich, jetzt auch schon länger nichts mehr, was Transformers angeht. Ja, das heißt Michael Bay. Beziehungsweise da kommt es drauf an, wie man es wertet, weil Polygon Pictures hat ja die letzten Transformers-Serien gemacht und die sind ja eigentlich ein japanisches Studio, aber hatten halt amerikanische Hilfe. Weswegen es als amerikanisches Werk verkauft wird. Ah, das ist immer so eine komische Sache, ne? Was ist, wenn jetzt einfach ein japanisches Studio für ein paar Monate nach Deutschland reist und dort ein Anime produziert? Ist es dann ein japanischer Anime oder ein deutscher? Kommt drauf an, wo es zuerst vermarktet wird. Meinst du? Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Na gut, nehmen wir, wenn wir da an das Anime-Subreddit denken, da wird das tatsächlich so gehandhabt. Da überlegen die einfach, wo es gehandhabt wird, wo es als erstes vermarktet wurde. Das ist problematisch. Das ist eine echt dumme Herangehensweise. Deswegen kann man zum Beispiel auf dem Subreddit von Anime, also auf dem Anime-Subreddit, nicht über Shelter reden, weil Shelter wurde für den westlichen Markt gemacht. Also ja. Angeblich. Das Komische ist zum Beispiel, zwei Filme von Kawajiri, und zwar Vampire the Bloodthirst und Highlander Vengeance, die kamen zuerst im englischsprachigen Raum raus. Echt? Die englischsprachige Synchro war zuerst fertig, ja, auch Bloodlust, bevor die japanische Fassung fertig war und da drüben rauskam. Das war nämlich inhaltlich so, dass es die Leute dachten, das passt eher dem westlichen Publikum, was auch nachvollziehbar ist, es sind Kawajiri-Werke gewesen. Und deswegen wurde es da zuerst rausgebracht. Deswegen tue ich dem auf keinen Fall den Status als Anime anerkennen. Niemals. Also die Logik macht bei mir null Sinn.
Ja, ich finde die Logik da von dem Anime-Subreddit auch nicht gerade gut. Nun ja, haben wir 89 jetzt durch? Ja, 89 ist platt. Durch. Jetzt geht's weiter mit 90. Nee, das hatten wir heute Morgen schon. Ach so, okay. Also unsere Reihenfolge ist im Moment ein kleines bisschen schräg. Die ist jetzt nicht so schräg. Also ich habe das ja gemacht wegen dem News-Teil jetzt in dem Podcast. Nicht tun. Was? Mehr durcheinander hätte es nicht sein können. Es fängt an mit dem 90., dann geht es weiter mit dem 91., jetzt fangen wir an mit dem 89. Nein, ja. Das Problem ist, Pavel, das erkläre ich dir jetzt hier auch nochmal. Er fühlt sich angegriffen. das Ding ist, dass wir jetzt hier in diesem Abend-Podcast, das ist ja eher einer unserer regulären Podcasts, also ein Schema unserer regulären Podcasts, und das hat natürlich auch am Ende einen News-Part. Und wenn der News-Part jetzt allerdings, also wenn das jetzt hier der 91. Anime wäre und ich möchte diese Podcast wäre und ich möchte die im Nachhinein wöchentlich hochladen, dann würde der News-Part am Ende keinen Sinn ergeben. News. Es gibt keine News. Nee, es gibt keine. Existiert nicht. Kevin denkt sich Sachen aus. Kevin, du hast es noch nur gemacht, weil du deine Zeitreisen liebst, oder? Dass du tun kannst, als würdest du in der Zeit hin und her reisen. Das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke. Ich habe das Raum-Zeit-Kontinuum heute total durcheinander gebracht. Oh Gott. Oder deine Nerven, wie man sieht. Ja, das auch. Beides. Aber die sind eh nicht wichtig. So denn. Okay. Dann wollen wir doch weitermachen mit den Anime, die wir einfach so gesehen haben in letzter Zeit. Matze, du meintest vorhin im Podcast schon, du hättest jetzt nichts gesehen. Also hast du wirklich nichts gesehen, über das du jetzt irgendwie reden möchtest? Ich habe eine Sache gesehen. Ich habe den Ghost in the Shell, the new movie gesehen. Oh, da habt ihr auch eine Review hochgeladen. Oh, hab ich getan, jawohl. Hab ich aber nicht angeschaut. Oh. Leid ich nicht. Also, die New Movie ist jetzt hat aber nichts mit Arise zu tun. Das ist nochmal was anderes, oder? Das gehört Gottes voll und direkt in Arise rein. Beziehungsweise, es ist ein direktes Sequel und ohne Arise bist du ein kleines bisschen verloren. Nicht komplett, aber schon ein paar Sachen kapierst du nicht. Okay. Ja. Warum nennen sie es dann The New Movie? Das klingt jetzt so, als wäre das wirklich ein komplett neues Ding und nicht. Ja. Was ja bei Ghost in the Shell öfter mal passiert, dass man es neu interpretiert. Ja, ich glaube, deswegen haben sie es auch so genannt, einfach weil es werbeträchtig sein könnte. Ja. Okay. Und man sagt zwar dazu The New Movie, aber im Endeffekt ist es auch nur eine abendfüllende Spielfilmlänge von Arise-Geschichte, die einfach nur besser gemacht ist. Es ist nicht so, als hätten sie hier so richtig auf die Produktionstube gedrückt und massenweise an Aufwand dazu getrieben. Es sieht zwar sehr gut aus, aber es ist nicht auf einmal hier Kinofilm. Kann sich nicht meschen mit den alten Ghost in the Shell Kinofilmen. Nee, auf keinen Fall. Ja, da habe ich mir letztens ja alle mal geholt, ganze Filme. Auch für Steam, nicht wahr? Ja, aber da das Problem dabei ist, dass ich bisher noch keine Zeit gefunden habe dafür. Ah, ja. Ich habe den ersten angefangen, fand die deutsche Synchro nicht so dolle und dann habe ich gesagt, ja, also gut, den ersten Film meinst du? Ja, den ersten Film. Ja, ja, das finde ich die deutsche Synchro auch nicht so toll. Muss man dazu sagen. Da hätten sie mal was Neues irgendwann machen sollen. Da war Manga Entertainment noch zuständig, weil die haben mitproduziert bei dem Ding. Und die deutschen Synchros von denen waren nie besonders gut. Also die englischen Synchros waren auch nie besonders gut. Leider. Bei einigen haben sie sich Mühe gegeben und bei einigen hat es richtig gut funktioniert. Ich will ja immer noch, dass der Kevin irgendwann mal die englische Synchro von Cyber City Uido guckt. Ich muss mal gerade überlegen, ist die überhaupt auf der DVD drauf, die ich habe? Ich glaube nicht. Das wäre schade. Dann muss ich dir mal meine irgendwann ausleihen, weil die ist cool. Meine Güte. Wenn du da eine sogenannte fucking Short Version draus machen würdest, ne? Nur mit den Schimpfwörtern, dann wäre die mindestens 5 Minuten lang. Oh, okay. Oh, nice. In der deutschen Synchro war da überhaupt keine Schimpfwörter. Ja, die englische hat sich da so viel rausgenommen. Passt es hier, dass der Leute fluchen wie so Bauarbeiter? Passt, hau rein. Ja. Yeah. Okay, das ist interessant. Du musst dann. Also, ich bin noch im Themenbereich. Ja, es ist nicht so, als würde ich nicht über Ghost in the Shell The New Movie reden. Es ist Cyberpunk. Aber der Film hat genau dieselben Probleme wie Arise. Es ist nicht so, dass ich die ganzen Veränderungen schlecht finde. Ich meine, wie du gesagt hast, Kevin, Ghost in the Shell wird immer wieder anders interpretiert. Und der Hauptcharakter hat jetzt auch schon wieder vom Charakter, ist ein bisschen wieder anders. Er ist ein bisschen kaltschnäuziger und fieser als zum Beispiel in der Fernsehserie. Wer genau ist der jetzt der Hauptcharakter?
Natürlich eigentlich? Wieder die Kusanagi. Okay. Wie immer halt. Ja. Weil ich glaube, weil hatte die nicht noch einen Standalone-Komplex, noch einen irgendeinen männlichen Counterpart oder so? Ja. Aber das ist was ganz anderes. Das ist nicht nur eine Vorgeschichte, zeitlich, sondern das ist auch ein Alternativuniversum. Was? Holy shit, ja, man könnte es nicht einfach mal lassen. Also meiner Meinung nach ist es ein Alternativuniversum. Ich weiß nicht, was die ganzen Autoren und kreativen Köpfe dahinter so groß behaupten, aber die Charaktere sind teilweise extremst anders. Hm. Ja, also wenn du dann einen hast, der in der Fernsehserie zum Beispiel so ein zurückgezogener Schweigsamer war, der eigentlich meistens nur durch seine Handlungen irgendwie sich mal ab und zu mal mitgeteilt hat, der dann jetzt hier ein Spielsüchtiger, also Glücksspielsüchtiger, mordgeiler Wahnsinniger ist. Mein Mann. Dein Mann. die nehmen sich alle Freiheiten, die sie kriegen können. Und auch die Hintergrundgeschichte von unserem Hauptcharakter, von der Major Kusanagi, ist wieder anders. Und hier hat sie sogar Eltern. Oh, und holy shit. Also sie kommen nicht wirklich vor, sie werden nur erwähnt in so einem Hintergrund. Das ist sowieso das Problem von dem Ding. Es hat nicht wirklich Zeit für irgendetwas, weil es zu viel reinstopft in seine Story. Die Story basiert teilweise auf einer Extra-Geschichte, die zu OVA gemacht wurde. Also die OVA kam erst raus, 4 Episoden, 45 Minuten, dann wurde es im Fernsehen gezeigt und für die Fernsehfassung hat man nochmal dazu produziert. 2 Episoden, also nochmal eine OVA von 45. Das war ein bisschen krumm geschnitten, hat im Fernsehausstrahlung nicht so ganz gepasst, meiner Meinung nach, von dem Tempo der Erzählung. Aber okay, dann haben sie noch mehr das ausgebaut mit, da gibt's noch Hackern und da gibt's noch Leute und da gibt's Probleme. Und dann haben sie einen Kinofilm gemacht, der daran aufgebaut hat, auf die Extra-Episoden. Und der Kinofilm geht eigentlich darum, der Major hat sein Team, also ihr Team, ihre ganzen Rowdies beisammen und die braucht jetzt einen Sponsor. Weil, klar, man braucht als hochqualifizierter Cyborg mit Militäreinbauten, braucht man Geld, um sich zu warten. Und man braucht die Befugnisse, um irgendwo reinzustürmen und Leute festzunehmen. Aber sie hat keinen Bock, unter der normalen Polizei oder den Sicherheitsbehörden zu arbeiten, also dem eigentlichen Chef von Sektion 9, dem Aramaki, den man aus den ganzen anderen Ghost in Shell-Universen kennt. Mit dem will sie nicht zusammenarbeiten, sie will lieber unabhängig bleiben. Aber das geht halt nicht so einfach, also bändelt sie mit so einem Politiker an, ne? So aus der Chefetage, der Sohn vom Premierminister, und überredet ihn dazu, ihr so ein kleines Team und Freiheiten und ein Budget zu geben. Und sie will sich beweisen, indem sie so eine Geiselnahme in einer Botschaft löst. Also gleich am Anfang vom Film kriegst du dann eine Actionsequenz, wo sie die Botschaft cool stürmen und in Rekordzeit das alles beseitigen, das Problem. Und gerade so, als sie die Geiseln evakuieren wollen, geht alles schief. Weil selbstverständlich geht natürlich alles schief. Aber nicht für die Geiseln, sondern eher für ihre ganzen Beweise. Und zwar die ganzen Leute, die Geiselnehmer werden niedergemetzelt, weil irgendjemand mit einem Virus einen von den Geiseln übernimmt, die nimmt ein Maschinengewehr auf und zieht einmal was durch. Und genau in demselben Augenblick fliegt auf der anderen Seite der Stadt ein Hochhaus in die Luft, in dem der Premierminister war, bei einem geheimen Treffen. Ja, Aha. Das heißt jetzt also Ausnahmezustand in der Stadt und im Land. Und der Rest vom Film ist eigentlich dann so ein Krimi, wo sie die Mörder suchen, beziehungsweise die ganze man muss sagen, Verschwörung hintendran, weil es ist Cyberpunk. Die Bösen hocken irgendwo in der Chefetage und sitzen am langen Hebel und setzen unserem Hauptcharakter und unserem ganzen Team ziemlich heftig zu. Also da kommen noch mehr Actionsequenzen. Ja, ich finde grundsätzlich gar nicht so schlecht. Dann kommt drauf an, wie sie es inszeniert haben, ne? Grundsätzlich ist das Ding voll unterhaltsam und kurzweilig. Das Problem ist halt nur einfach inhaltlich. Das ist Komplexität um der Komplexität willen, weißt du? Dann hat der eine Bösewicht das gemacht, um den reinzulegen, dann ist das nicht nur eine einfache Finte, sondern gleich eine dreifache Finte, um den zu täuschen und das zu täuschen, da steht doch das dahinter und etc. War alles geplant, wir wissen es. Und das alles in 10 Minuten und dann gehst du 20 Minuten Actionsequenz und dann kriegst du nochmal 10 Minuten doppelt so viel nochmal reingedrückt. Oh, und am Ende hast du für nichts von den einzelnen Dingern wirklich groß Zeit, leider. Was ich schade fand, weil da waren ein paar wirklich interessante Themen drin. Da waren auch Themen drin, die heute aktuell wären, die man so ein kleines bisschen so eine Parallelen in die wirkliche Welt ziehen könnte, wie zum Beispiel die technologischen Sackgassen. Dass andauernd die Technologie so rasant fortschreitet, dass immer wieder neue
Versionen von Produkten rausgebracht werden, dass die Technologie viel zu schnell veraltet. Und dass, wenn du irgendetwas hast und nicht dir das Neueste kaufst, dann hast du bald keine Wartung und keine Ersatzteile mehr. Ne? Dein Handy, wenn es 3 Jahre alt ist, was machst du dann damit? Die Leute wollen sofort das Neueste. Ich meine, so extrem schlimm ist es bei uns nicht, aber man sieht schon die ersten Anzeichen dafür. Und die haben das natürlich dann sehr prekär gemacht, weil so viele Cyborgs in der Welt existieren zu dem Zeitpunkt. Und wenn du ein Cyborg bist mit einem Cybergehirn, dann hast du das Problem, benutzt du Software, die nicht zum Updaten gedacht war. Oder Hardware, die nicht zum Updaten gedacht war. Und du veraltest saumäßig schnell. Auf einmal kriegst du keine Wartung mehr, keine Ersatzteile mehr. Hast nicht das Geld zum Updaten, weil das ein Vermögen kostet, sich komplett neue Cyborg-Sachen zu ersetzen zu lassen. Oder vielleicht hast du ein Cyborg-Gehirn, das man gar nicht austauschen kann, ohne dass du davon verreckst. Und was hast du dann, was bleibt dir anderes übrig? Nix. Du verrottest am lebendigen Leib, weil niemand deinen Cyber-Kram reparieren kann. Aber wobei das ja, man kann drüber überlegen, ob das tatsächlich so richtig ist. Ich meine, ja, es ist ein sehr interessantes Thema, aber ich meine, es gibt immer. Ist ein interessantes Thema. Ja. Wird einfach nur so am Rand erwähnt. Ja, gut. Das ist der Problem des Films. Der ist sehr unterhaltsam, aber der hätte sich auf irgendetwas hier so konzentrieren können. Ja, gut. Ja. Okay. Ja, also deine Review, die du gemacht hast, die war zu dem Film. Die war zu dem Film, ja. Da kann man die mal irgendwo lesen. Auf oder uns anschauen. Auf der Seite und auf Soundcloud habe ich das hochgeladen. Das ist RIP Soundcloud. Nur Audio. Noch ist es da. Noch ist es da. Ja. Noch. Wir brauchen irgendwann einen Ersatz. Schnell noch genießen. Das muss her. Da hätte ich noch eine Frage zum Beispiel an unseren Gast. Bist du schon mal irgendwie mit Ghost in the Shell in Verbindung? Also schon mal irgendwas davon gesehen oder so? Den Anime-Film früher. Aber den neuen habe ich noch nicht gesehen. Ja, aber wie fandst du denn zum Beispiel den damaligen? Wenn man jetzt mal, wir haben ja vorhin gehört, dass du eher so, sagen wir mal, so die Mainstream-Schiene abgefahren bist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man Ghost in the Shell unbedingt als Mainstream bezeichnen sollte. Ich meine, ich habe ja schon recht viele gesehen. Aber wie hat dir das zum Beispiel gefallen? Es ist schon ein paar Jahre her, aber ich fand den auch gut. Also, der hat mir gefallen. Ich weiß nur nicht mehr genau, was mir gefallen hatte. Oder. Kenn ich. Das war auch kein so einfacher Film zum Gucken. Also ist nicht so, dass er nicht unverständlich wäre, aber er war definitiv nicht so darauf aus, dich locker und leicht zu unterhalten. Das kann ich davon sagen. Aber Kevin, ich würde schon sagen, dass das Ding ein gewissem Maß an Mainstream hatte. Es hatte weltweit. Ja, wie gesagt, das kennen halt viele, ne? Und das ist ja auch mittlerweile wirklich so ein Kultklassiker, den auch viele, die jetzt nicht unbedingt was mit Anime zu tun haben, gesehen haben. Die Produktion war auch ziemlich international. Das Ding ist weltweit angelaufen im Kino. Ja, das ist Englisch. Englisch und Japanisch zumindest. Es ist gleichzeitig angelaufen. Interessant. Ja. Das ist cool. Hat ja auch Manga Entertainment, der britische Verlag, der Manga- und Anime-Verlag, hat mitproduziert, war Geldgeber dabei. Schön, dass wir sowas heutzutage auch immer wieder eigentlich öfter haben, so dass internationale Firmen sich mit Anime kurz schließen. War das eigentlich so in der Zwischenzeit, also Matze, weißt du da jetzt was, war das so in der Zwischenzeit irgendwie mal auch noch öfter mal vorgekommen oder ist das jetzt wirklich eher jetzt wieder im Boom, dass internationale Firmen wieder mit Anime in Verbindung kommen? Ich meine, jetzt in der aktuellen Saison haben wir zum Beispiel Urahara, was ja komplett nur von ausländischen Firmen finanziert wurde. Also überhaupt kein Japaner hat da Geld gegeben, sondern halt nur Bilibili, eine chinesische Firma und Crunchyroll. Mhm. Nach dem Manga Entertainment, das mit Ghost in the Shell gemacht hat, war eine Weile lang nichts mehr, auf jeden Fall nichts mehr von Profil. Ich kann mich erinnern, da war irgendwas Komisches mit einer Kriegernonne, die gegen Dämonen gekämpft hat. Also war unglaublich. What? Ja, ja, also ich weiß nicht mal, wie es hieß. Das war unglaublich Nische. Dass eine amerikanisch-japanische Koproduktion war. Aber nee, das lag auch daran, dass dann die 90er Jahre Verlege teilweise unrühmliche Tode gestorben sind. Manga Entertainment hat es auch relativ schnell gebeutelt. Aber so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war da weniger davon. Erst mit ab der Mitte der 2000er, Ende der 2000er, wo die Anime-Landschaft wieder sich verändert hat, da sah das wieder anders aus. Okay. Aber ja, ich kann mich auch irren. Da müsste ich jetzt
ein kleines bisschen nachrecherchieren. Aber mir wird jetzt auf den ersten Blick nichts einfallen. Hm. Na gut. Wo wir das Thema dann haben, ja, nehm ich einfach mal das Wort und rede über das, was ich jetzt gesehen habe in letzter Zeit. Das wäre zum einen, da bin ich relativ froh, dass du jetzt dann doch noch spontan dabei bist, Matze, weil das ist ziemlich alter Stoff und vielleicht hast du ihn gesehen. 1973. Belladonna der Traurigkeit, Belladonna of Sadness, der dritte Film der Tezuka-Trilogie, die sich mit Filmen beschäftigt hatte, wo halt eher Sex quasi ein Plotmittel war. Also wo 69, 1000 und eine Nacht rauskam, ich glaube 71 dann Cleopatra und 73 schließlich. Und da war Tezuka dann gar nicht mal mehr Regisseur. Belladonna der Traurigkeit. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich kenne den Film nur aus Ausschnitten. Okay. Das heißt, ich habe das aus den 70ern gesehen, was Matze nicht gesehen hat. Ja. Das muss man hier mal kurz festhalten. Was kann mal passieren? Ich meine, das war noch, wo Mushi Productions gelebt hat, Tezukas Produktionsfirma, die dann auch irgendwann mal. Und auch, wo Tezuka noch gelebt hat. Ja, Tezuka ist erst 89 gestorben, also jetzt mal langsam. Ja, aber es ist ein ziemlich interessanter Film. Der wurde jetzt international neu rausgebracht, eine 4K-restaurierte Version. Also auch hierzulande kann man sich da eine Blu-ray mit deutschen und französischen Untertiteln holen. Und es ist ziemlich experimentell. Also sehr experimentell. Es ist ein Trip, ist das. Es ist ein purer Trip. Das sind anderthalb Stunden, sitzt du da und lässt es einfach über dich ergehen, was da passiert. Also es ist die Geschichte um das Ehepaar, beziehungsweise das Paar Jean und Jeanne. Sie werden beide gleich gesprochen, aber die Frau wird mit einem NE noch hinten dran geschrieben, während der Mann halt einfach nur Jeanne geschrieben wird, ohne das NE hinten dran. Und die beiden wollen sich verheiraten, aber das ist in ihrem Land ziemlich teuer. Sie stehen schon vor dem König und machen schon quasi das Angebot. Der Mann bietet dem König eine Kuh an, aber das reicht dem König nicht. Und dann fragt er, ob seine Frau noch Jungfrau wäre, noch unschuldig. Und als der Mann dann halt zugibt, dass das nicht der Fall ist, ja, wird halt Jeanne, also die Frau, dann letzten Endes von dem König vergewaltigt. Aber dann dürfen die beiden sich verheiraten. Und danach in der Nacht kommt ein Teufel auf die Frau zu und bietet ihr Rache an. Sie nimmt widerwillig ein bisschen später dieses Angebot an und verwandelt sich im Laufe der Geschichte mehr und mehr in eine Art Hexe, um sich an diesem Land zu rächen. Wobei ihr da gegen Ende der ersten Hälfte des Films, der ist ziemlich eindeutig in zwei Hälften zu teilen, schon nochmal sehr Schlimmes widerfährt. Also wo sie gefühlt irgendwie vom ganzen Dorf vergewaltigt wird, was eine sehr komische Szene ist. Allgemein, wie ich eben schon sagte, das ist eine Filmtrilogie, in der Sex sehr im Fokus steht, aber halt meist als ein eher sehr deprimierendes Plotmittel, wie halt auch hier bei Belladonna, wenn es halt um irgendwelche sehr abartigen Vergewaltigungen geht, die dann aber relativ interessant in Szene gesetzt werden. Also das ist kein Film, der es dir ins Gesicht drückt, das ganze Drama rundherum um diese Geschichte, sondern halt sehr viele Arten und Weisen sucht, um Sex anders darzustellen. Also wirklich experimentell. Ja, das ist kein sexueller Akt mehr, das ist eigentlich nur noch ein Symbol. Ja. das trifft's am besten. Und ich weiß jetzt gar nicht, was man da großartig zu dem Film noch sagen sollte. Das ist ein Film, den sollte man sich mal halt wirklich für diesen Stil anschauen. Das ist, der arbeitet viel mit Standbildern, die mit Wasserfarben zumindest koloriert sind. Und da gibt's schon immer mal wieder animierte Figuren, also man hatte zum Beispiel die komplette erste Hälfte des Films, arbeitet der Film eigentlich nur mit Standbildern und die einzige animierte Figur ist der Teufel, damit er halt auch irgendwie als was Besonderes und Unnatürliches in dieser Welt dasteht.
Und dann in der zweiten Hälfte des Films ändert sich das. Da werden alle Figuren eigentlich animiert. Dann arbeitet der weniger mit Standbildern. Und das sieht dann auch schon, so, schon sehr klassisch aus, so wie wir es heute kennen, nur dass die Kolorierung ein bisschen anders ist. Ja, aber das ist halt allgemein wirklich ein Film, der sich viel über Metaphern und sowas erzählt. Also gerade halt, wie gesagt, auch wenn es um Sex geht, was irgendwie die Hälfte des Films ist. Und man muss echt sagen, das sieht nicht aus wie ein Anime. Nicht wirklich. Nee, meiner Meinung nach unbedingt. Wenn du 70er Jahre experimentelle Animationsfilme kennst, wie zum Beispiel Ralph Bakshi, der hat ja auch ab und zu mal so Fieberträume und so richtige Rausch-Szenen da, wo es ziemlich, wie sagt man, ja, so wie im Drogenrausch aussieht. So Delirium und allem Kram. Und mich erinnert es ein kleines bisschen so daran. Okay. Ja, das sagt mir jetzt nichts, muss ich mal dazu sagen, aber ja, das ist schon ein ziemlicher Rausch. Ist auch nicht so wichtig. Muss nicht alles hier irgendwo. Also wenn man halt mal so auf experimentelle Filme steht, würde ich dir mal schon raten, dass man sich den einfach mal anschaut. Das ist jetzt nichts, was man, wo man danach sagen würde, oh Gott, was für ein großartiger Film. Also ich denke mal zumindest nicht, dass man das danach sagen wird. Aber das ist halt, es ist einfach interessant zu sehen, was man sich bei diesem Film gedacht hat und überlegt hat. Auf der Blu-ray ist zum Beispiel auch noch ein alternatives Ende mit drauf, beziehungsweise nicht unbedingt ein alternatives Ende, aber einfach nur das Ende, was im Film ist, anders dargestellt. Da keine Ahnung, was da in der ursprünglichen Produktion dann irgendwie passiert ist, dass man sich da umentscheiden musste. Was auch interessant zu sehen ist, so dass also ich werde es jetzt vorne wegnehmen, was da am Ende passiert, weil ich denke mal nicht, dass, also ich denke mal, die wenigsten werden sich den jetzt wirklich anschauen, auch, aber die Blu-ray kann man für 13 Euro sich kaufen, das ist ganz günstig, das ist ganz okay. Und am Ende wird halt die Belladonna, also Jeanne, verbrannt. Ihr Mann möchte das aufhalten, wirft sich dann den Rittern entgegen, weil also die Rittern von dem König, der halt am Anfang dieses ganze Chaos erst sozusagen ausgelöst hat. Und da hat man im Originalfilm ist das alles stumm, dieses Ende, nur eine ziemlich depressive Melodie läuft da im Hintergrund, während das alternative Ende dann tatsächlich gesprochen ist. Der Mann schreit dann und fleht die Ritter an, dass sie damit aufhören sollen und was für Monster sie doch sind, was viel eher eine Botschaft sendet, finde ich eigentlich, als dieses einfach nur stumme Dahinnehmen, was da passiert. Weiß nicht, manchmal ist weniger mehr. Ich mag das zum Beispiel nicht. Wenn der Film ist sehr reduziert schon die ganze Zeit. Also es gibt kaum Dialog. Also ich kann mir nicht da wirklich vorstellen, dass dann das Ende mit Dialog zu versetzen da im Gegenzug eine bessere Idee wäre. Ich muss es mir angucken, aber hört sich nicht an, als hätten sie es damit verbessert in meinem Kopf. Also ich fand das dann schon besser. Ich fand auch vor allem, weil es ein Lied am Anfang des Filmes gibt. Also der Film fängt direkt mit irgendeinem Lied an, der quasi die schöne Seite der Geschichte erzählt, die ja da doch nur erlogen ist. Dann kriegt man ja den Film erst richtig zu sehen. Und damit endet dieses alternative Ende auch, was ich finde, gibt einen schönen Kreis, was halt im Originalfilm da nicht so drin ist. Naja. Also ich weiß nicht. Ich habe damals Bilder und Ausschnitte und Trailer von dem gesehen und habe mir gedacht, nee, ich weiß ganz genau, das endet schrecklich. Ja. Will ich nicht. Das ist das Einzige, was Kevin anschauen will, wenn Sachen schrecklich enden, ist mal ernsthaft. Es ist halt ein sehr deprimierender Film, das muss man einfach mal so sagen. Aber trotzdem, einfach aufgrund dieser echt obszönen Darstellung teilweise musste ich auch mal laut loslachen. Also gerade wenn irgendwelche total dämlichen Metaphern für Penisse eingesetzt wurden oder sowas. Da musste ich dann auch mal lachen, weil das sah dann einfach wirklich dumm aus, aber an und für sich ist es halt inhaltlich eigentlich ziemlich deprimierend. Vielleicht kann man dazu sagen, dass in den 70er Jahren so ein kleines bisschen andere Trends geherrscht haben, was japanische Comics und Sexualität und Erwachsenenkram angeht. Vor fast 50 Jahren war alles anders? Yeah. Nee. Besonders wichtig ist, dass optisch andere Trends gehalten haben. Die Idee davon, dass du die süßen Anime-Charaktere hast mit den großen Augen,
die dann irgendwie sexy sind, das kam erst ganz am Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf. Davor gab es gar nicht wirklich. Wenn irgendwas auf sexy gemacht wurde oder auf nackte Haut oder auf Brutalität oder sonst irgendwas, dann ist das meistens in einem Zeichenstil passiert, der eher erwachsen war. Das Problem ist, in den 70er Jahren, manchmal sind die Zeichenstile nicht so einfach abzugrenzen. Die sind manchmal ein bisschen nah beieinander. Aber wenn du da irgendjemanden da fragst, der das studiert, der haut dir auf die Finger, wenn du sagst, das sieht doch gleich aus. Ich meine, für den Zuschauer ist es dann im Endeffekt wurscht egal. Ich meine, Lupin gilt sozusagen vom Stil her, zum Zeichenstil zu was Erwachsenen. In der ersten Lupin-Szene kriegt man gleich so eine James-Bond-mäßige Angelegenheit, wo das Mädel, die Fusiko, irgendwo hingefesselt wird, sehr leicht begleitet und kurz davor ist von dem Bösewicht so ein kleines bisschen so James-Bond-Bösewicht-mäßig so vergütigt zu werden, bevor dann halt unser Lupin dazu springt und sagt, hey, Finger weg, das meine ich, darf das. Nur ich darf das. Das ist halt Lupin, ne? Ja. Ah, da muss ich mir auch mal die Serie, die ich mir da auch gekauft habe, also importiert habe sogar, mal anschauen, hier zu Lupin, Fujiko Mine. Ja. Frau namens Fujiko Mine. Das ist was anderes. Blu-ray gibt es tatsächlich ziemlich günstig. Das ist 10 mehr Euro oder so. Das ist mehr Exploitation, ist das. Gut. Aber ja. Sind wir mit Kevin durch oder hast du noch mehr? Nee, ich habe noch ein bisschen was. Ich hatte ja Urlaub, ich hatte Zeit. Ja, der einzige von uns. Dann habe ich noch. Es wird nicht weniger deprimierend. Ich habe noch Kinos Reise gesehen. Was denn? Ja, okay, aber Kinos Reise ist deprimierend auf eine angenehme Art und Weise. Kinos Reise? Naja, Kinos Reise, also Kinos Journey. Wo ich tatsächlich immer noch es ein bisschen schade finde, dass der Titel offiziell in Deutschland halt nicht eingedeutscht wurde. Kinos Reise ist ein guter Titel, meiner Meinung nach. Aber naja. Das hört sich echt nicht so schlimm an, wie manch andere Sachen. Läuft ja in der aktuellen Season ein neuer Anime dazu, den habe ich mir die erste Episode noch nicht angesehen. Kinos Reise ist eine Serie, da begleitet man halt Kino mit ihrem sprechenden Motorrad Hermes. Und Kino bleibt nicht länger als 3 Tage in einem Land. Sie reist von Land zu Land und bleibt dort nicht länger als 3 Tage, um halt verschiedene Kulturen kennenzulernen. Und das mit den 3 Tagen ist halt weil sie Angst hat, dass sie sonst sesshaft wird in diesem Land. Und ja, das ist es halt. Das ist eine komplett episodische Serie, wo Kino von einem Land zum anderen reist und man dann halt die unterschiedlichsten, sagen wir mal, Sozialsysteme kennenlernt, Politiken und alles Mögliche, wie diese Länder halt handgehabt werden. Auch total unterschiedliche Technologien teilweise. Es gibt ein Land, das besteht nur aus einem Kolosseum sozusagen. Also da werden alle Politiken durch Kolosseumskämpfe gelöst. Und es gibt wieder ein anderes Land, da herrscht Überfluss an Ressourcen, an Nahrung und allem Möglichen und die Menschen müssten im Prinzip gar nicht mehr arbeiten gehen, aber sie machen es trotzdem, weil sie den Stress brauchen, weil an ihrem Stress gemessen wird, wie viel sie von dem Überfluss dann noch bekommen. Ja, du musst auch vielleicht definieren, dass wenn du sagst Land, dann meinst du nicht unbedingt wirklich Land im Sinne von Land. Ja, es ist kein richtiges Land, es sind teilweise nur Dörfer an sich. Ja, das sind eigentlich nur Stadtstaaten. Ja, heißt Stadtstaaten, ja. Das ist eigentlich mehr. Ja, es ist schon mehr metaphermäßig gemeint, oder? Was jetzt? Es ist einfach nur andere Orte, andere Sitten. Ja, genau, ja. Es ist nicht unbedingt. Also, die sagt zwar Land, aber die meint nicht wirklich Land. Die meint nur die Idee von Land. Ja, gut. Konzept davon meint. Das passt schon, ja. Da kommt jetzt was Neues, oder wie von dem. Richtig, in der aktuellen Saison läuft eine Neuauflage quasi dazu. Also man muss das alte nicht gesehen haben, die sind komplett voneinander unabhängig schaubar. Und finde ich ganz interessant. Der neue ist auch mitfinanziert von Crunchyroll, gute Leute. muss ich mir auch noch ansehen. Also jetzt das alte, das fand ich großartig, das ist eine echt super Serie. Die ist halt teilweise echt deprimierend, einfach wegen diesen Systemen, die in diesen Ländereien herrschen. Gerade so die letzten paar Folgen sind, die sind echt schlimm. Gerade vor allem die letzte Folge von Kinos Reise ist unheimlich deprimierend. Mit einem Dorf, das du so schön kennenlernst und
Und dann kommt das Ende. Yep. Aber du, ganz ehrlich, mein Favorit ist eine Geschichte, die eigentlich nicht in einem Dorf oder Land spielt, sondern zwischendurch, auf der Reise. Ich bin gespannt, was du meinst. Ich kann mir gut vorstellen, welche du meinst. In dem Schneesturm? Ach so, in dem Schneesturm. Nee, ich dachte tatsächlich jetzt an was anderes. Aber das in dem Schneesturm ist auch ziemlich interessant. Ich fand das, die Geschichte in dem Schneesturm, wo sie liegen bleibt, beziehungsweise Leute findet, die da liegen geblieben sind, die fand ich die beste. Die hat auch, der Twist am Ende ist halt auch gut in der Folge. Der war richtig fein. War auch, ging ziemlich an die Nieren. Yeah. Also was ihr an Bildern seht, die hat ja auch anscheinend Waffen und so einen Scheiß. Braucht sie sowas auch? Also ja, sie hat es dringend notwendig bei diesen Ländern. Ich habe ja auch schon gesagt, ein Land ist zum Beispiel, da wird Politik nur durch ein Kolosseum entschieden. Und dieses Land, was halt dieses Kolosseumsland ist, das lässt auch zum Beispiel keine Reisenden zu. Also sie kommt in dieses Land und wird dort nicht mehr rausgelassen. Es sei denn, sie gewinnt jetzt einen Kolosseumskampf. Aber die Idee ist echt cool und unique eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, die Idee ist halt wirklich cool. Das sollte man sich echt mal anschauen, die Serie. Die bringt einem auch echt zum Nachdenken. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Die DVD kostet nur 25 Euro mit der kompletten Serie. Und da sind drei Synchros drauf. Da ist die deutsche drauf, da ist die englische drauf und da ist die japanische drauf, die man zum einen mit deutschen und auch mit englischen Untertiteln schauen kann. Das ist eine verdammt gute DVD. Okay, hallo. Das ist tatsächlich echt mal was anderes. Ja, ich hab's auf Deutsch geschaut, muss ich dazu sagen. Ich meine, die neue Serie, die jetzt kommt, die ist ja auch die läuft wahrscheinlich auf Crunchyroll. Richtig. Das kann man sich ja auch da anschauen. Ja. Mal schauen, ob die jetzt, also läuft die jetzt gerade oder? Also die hat jetzt angefangen mit der neuen Saison. Das heißt, die erste Folge gab es jetzt. Die neue Serie wird ein paar der alten Geschichten nochmal erzählen, halt neu aufgelegt und ein paar aus der alten Serie auslassen und dafür dann neue Geschichten erzählen. Ja, ich sehe also es gerade. Kino's Journey, The Beautiful World. Ja. Animierte Serie heißt das ganze Ding. Hat bisher eine Folge. Die Sache ist die. Anscheinend beliebt. Ich weiß nicht, wie begeistert ich von dieser Idee bin, dass sie halb ein Remake machen und halb neue Episoden, weil da ist so viel Material für verfügbar. Die Light Novels laufen bis heute richtig. Und haben 20 Bänder draußen in Japan. Holy shit. Ja. Also, was ich halt nicht verstehe, bei so Sachen, du hast ja schon gesagt, es hat ja keinen roten Faden so wirklich. Richtig. Das ist so episodenhaft. Das turnt mich jetzt persönlich ein bisschen ab. Oder gibt es wenigstens roten Faden beim Charakterentwicklung? Oder gibt es eine Charakterentwicklung? Also wenn was passiert, dann nimmt es auch Kino ein bisschen mit. Und das hat dann schon so ein bisschen Auswirkungen auf sie. Ja, dann ist schon was, dann ist grade, was anderes. Dann gerade gegen Ende der Serie gibt es ein paar Geschichten, die hinterlassen einen richtigen Eindruck bei Kino. Also gerade wenn ich an das Ende von Episode 10 denke, ich will es natürlich nicht sagen, aber einfach die Reaktion, wie Kino auf das passiert, was da letzten Endes sich direkt vor ihren Augen abgespielt hat am Ende von Episode 10. Das finde ich, das ist ein unglaublich guter Moment. War gut, dann in 3 Monaten kann ich mir das Ding dann mal anschauen. Ich hoffe, dass diese Geschichte in der Neuauflage drin sein wird. Aber was die Geschichte, die ich tatsächlich am langweiligsten finde, ist das Kolosseums-Ding und das wird auch in dem neuen drin sein. Ja, wir werden ja sehen. Vielleicht wird es ja besser aufgelegt, das weißt du ja nie. Ja, wenn es nur eine Folge wäre, dann wäre das ganz gut. Das war die einzige Doppelfolge in der alten Serie, das Kolosseums-Ding, und ich fand es halt echt am uninteressantesten. Die Sache ist die, ich habe nicht so viel Vorfreude auf die neue Serie, weil die Designs wahrscheinlich, oder? Nein. Ich liebe episodenhafte Sachen viel mehr als der Pavel, aber ich habe auch nicht unbedingt hier einen riesen Trophäe an sie zu vergeben. Und ganz ehrlich, 13 Episoden in diesem episodenhaften Rhythmus hatten mir eigentlich schon gereicht für Kino. Ich habe genug davon irgendwie mitbekommen. Und jetzt kommt das zweite und es sind nicht komplett neue Episoden, sondern ein paar werden einfach geremaked. Und sie haben die Hauptsprecher ausgetauscht und dann bin ich so, ja gut, aber wenn man das also ich habe jetzt halt die original japanische Sprecher nicht gehört. Ich habe es auf Deutsch geschaut. Das Ach so, okay. Und ich muss auch sagen, ich finde die deutsche Synchro ziemlich gut bei Kinos Reise. Gerade halt Kino und Hermes sind ein super Duo. Also auch wie sie halt im Deutschen gesprochen werden, das ist ein richtig gutes Buddy-Duo. So. Das funktioniert einfach, wenn die sich Bälle zuspielen und sich so ein bisschen gegenseitig ärgern, aber dann halt auch gemeinsam wieder nachdenken über das, was in diesen jeweiligen Ländern passiert.
Also im, Japanischen, im Japanischen ist die Stimme von dem Motorrad viel zu niedlich für die Sachen, die der von sich gibt. Es ist absolut herrlich. Und im Deutschen ist sie auch noch relativ hoch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das war ein relativ bekannter Sprecher, glaube ich. Den hört man auch in Film und Fernsehen schon gehört. Oh, wüsste ich jetzt nicht. Mal gucken. In dem Aigase Ryuji heißt er, glaube ich. Ich meine im Deutschen. Ach so, du meinst den. Ah, okay. Okay, okay, okay. Die Wikipedia-Seite heißt sogar Kinos Reise. Warum heißt das nicht offiziell Kinos Reise hierzulande? Na jo. Ich meine, das gibt es halt schon eine Weile im englischsprachigen Bereich. Und ach genau, Jesko Wirtgen. Jesko Wirtgen hat okay. Hermes gesprochen. Muss mal gerade gucken, was ist denn so sein bekanntestes Beispiel? Ja, der war in den neueren, der ist in ein paar neueren Filmen, zum Beispiel Grey in 50 Shades of Grey. Nee. Ja gut, weiter geht's. Ja, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt da jeder kennen würde. Aber das war jetzt ein Beispiel. Es gibt eigentlich nur noch einen einzigen kleinen Wermutstropfen, den ich erwähnen muss, weil ich es einfach immer erwähne. Das ist eine Serie aus den frühen 2000ern. Deswegen sieht man es ein kleines bisschen, dass es frühe digitale Anime-Qualität ist. Das heißt, die Blu-ray lohnt sich noch, aber nicht so sehr wie bei anderen Sachen. Da reicht eigentlich die DVD im Endeffekt aus. Besonders, weil die ganze Serie... Die Blu-ray gibt's bei uns gar nicht. So eine... Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Blu-ray von gibt, von dem Gerät. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich schätze gar nicht mal. Optisch hat die Serie auch so einen Filter drüber gelegt, über das Bild. So eine Art von Interlace. So eine Art von Raster. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das an meinen scheiß DVDs liegt. Nein, das ist Absicht. Und habe dann gesehen, dass das Absicht ist. Ja. Und ich mag den Look trotzdem, auch wenn es früher digitale Technik ist. Ich finde den Look auch total super. Also, der ist halt auch relativ minimalistisch, muss man mal so sagen. Der hält sich in vielen Farben zurück. Das Neue sieht jetzt so da im Vergleich bunt aus. Ja. Und finde ich super. Gibt's das auf Netflix? Nee, das gibt's nicht auf Netflix. Das ist ziemlich schade eigentlich. Aber ja, die 25 Euro würde ich da jedem mal ans Herz legen für die alte Serie. Das gerade, weil man drei Sprachausgaben da auch bekommt. Und es ist halt einfach eine super atmosphärische Serie. Meine Lieblingsfolge möchte ich hier noch kurz erwähnen. Das mit der Bibliothek. Falls du dich da noch erinnerst, Matze. Da gibt es eine Folge. Da gibt es eine Folge mit einer Bibliothek, die das Konzept von Kritik und Zensur und allgemein Storytelling erforscht und dabei eine richtig geile Metaebene hat. Und das ist so interessant. Das ist wirklich meine Lieblingsfolge, deswegen wegen dieser Metaebene. Ja, das ist was fürs Hirn, die Serie. Nee, On Demand gibt es Kinos Reise leider nicht. Also zumindest nicht in Deutschland. Ich habe auch gerade geschaut, das gibt es halt echt nirgends. Sehr gut. Dann hätte ich nur noch eine Serie. Das ist Princess Principal. Das lief in der letzten Season. Princess Principal. Princess Principal. Und ist von den Leuten, also von dem ich Studio. Ich sehe eine Maid. Feier das. Ja. Take my upvote. ist von dem Studio, die Flip Flappers gemacht haben. Ihr nächstes Original auch, was ich total super finde, ist von dem Autor von Cabernary of the Iron Fortress und Code Geass. Gut, Cabernary war nice. Und Code Geass war auch nice. Ja, der führt hier halt seinen Stil einfach gekonnt weiter, muss man mal so sagen. Es ist ein Anime, der ist extrem over the top und der erzählt sich super schnell und alles passiert und ein Twist kommt nach dem anderen. Ja, du hast jede Folge hat irgendwie zwei Plot-Twists so gefühlt. für den gesamten Plot, der dahinter steht. Und wie soll ich. Also erstmal Setting. Erstmal das Setting. Fangen wir mal so an. Spielt im 19. Jahrhundert in London, in einem Steampunk London. Alles ist vernebelt und alle Maschinen, Autos und alles Mögliche, was es da gibt, alles dampft ohne Ende. Und inmitten davon hast du fünf Agentenmädels. Und
Die kämpfen sozusagen für ein freies und einheitliches England. Weil es gibt so quasi zwei Mächte, die sich um England streiten und wo halt Spione im Untergrund gegeneinander kämpfen, damit nur noch eine Macht regiert. Und ja, die fünf Protagonistinnen stehen so bei einer Firma, die da so ein bisschen dazwischen steht, zwischen diesen beiden Fronten und beide immer irgendwie ausspielt. Und daher kommen halt auch diese ganzen Plot-Twists zustande. Weil sie einen nach dem anderen immer wieder ausspielen und das ist dann das Spaßige daran. Die erzählt sich unchronologisch. Also es gibt zwar eine feste Storyline, aber sie erzählt sich ziemlich durcheinander. Die erste Folge fängt direkt mittendrin an, so. Die zweite Folge ist dann eher so der Anfang der Serie. Die dritte Folge ist dann schon wieder komplett anders. Es macht dabei aber nicht ganz ein auf zum Beispiel Concrete Revolution, sondern es nutzt das einfach, um Charaktere ein bisschen anders dastehen zu lassen, als sie vielleicht, wenn du es in der normalen Reihenfolge sehen würdest, dastehen würden. Und ja, das ist einfach da irgendwie das Spaßige daran. Die Charakterdesigns sind zwar ziemlich moe, muss man mal irgendwie sagen. Ja. Die sind alle ziemlich niedlich. Aber auf Art niedlich getrimmt. Ich gar nichts das zu bedeuten. Ich finde, das ist ein richtig schöner Kontrast zu dieser düsteren Steampunk-Welt, die das da hat. Durch dieses ganze diesen Kampf von diesen beiden Untergrundregionen hat man halt wie soll ich das sagen? Man hat halt einfach eine düstere Welt, wo die ganze Zeit immer irgendjemand im Sterben ist. Irgendwer wird abgeballert und die armen Leute in London, die sind nun mal alle arm und machen den übelsten Scheißdreck, um irgendwie an Geld zu kommen. Und die reichen Leute sitzen da und genießen ihr Leben und werden verachtet von allen. Yeah. Und es ist keine schöne Welt. Es gibt sogar eine Folge, die da richtig, richtiger Tearjerker ist, wenn es um das geht. Also die eine echt emotionale Geschichte erzählt. Also es kann ja aber gut sein. Ne, größtenteils ist es halt wirklich eher eine Spaß-Action-Serie. Es kann ja gut sein, dass England und London es verdient haben. Ne? Ja. Naja, in der einen Serie von dem Autor, in Code Geass, ist England das große Reich und in der anderen Serie ist es plötzlich scheiße. Ja, ich meine, ist beides scheiße. In Code Geass ist es das verdammte Imperium aus Krieg der Sterne. Ja, ja, na gut. Jetzt, okay, die Mädels sind unverhältnismäßig süß, beziehungsweise auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist eine ganze Lolli-Gruppe. Mhm. Nee, aber das sind sie halt wirklich nicht. Also man könnte jetzt vielleicht wirklich süße Mädels machen, süße Dinger Serie erwarten mit einfach einem ernsteren Ton hinten dran, aber das ist eher so ein Casino Royale-Anime oder so. Okay, also ist es nicht, ist es jetzt oder ist es nicht süße Mädels, schießen Leute in den Kopf, vergiften Leute und stechen sie von hinten ab? Das ist es. Das ist es. Das ist es. Ganz einfach. Aber das ist das Geile daran. Die fünf Figuren sind alle auch ziemlich unterschiedlich. Und es gibt zum Beispiel eine Figur, also die vier der Hauptfiguren sind halt alles Engländer. Eine Figur kommt aus Japan und dann versucht die Serie so ein bisschen kulturelle Unterschiede zwischen Japan und England auch aufzubringen. Was mal ganz unterhaltsam sein kann. Aber die haben halt auch alle irgendwie ihre unterschiedlichen Herangehensweisen. Anje ist so ein bisschen die Hauptprotagonistin, die einfach ziemlich kalt ist, aber bei der du nie weißt, wann sie lügt. Also auch als Zuschauer nicht. Du weißt nie, wann sie eine Lüge erzählt. Die ist komplett undurchschaubar. Und das ist einfach das Interessante an der. Da hat man noch Dorothy, die sehr viel auf ihre sexuellen Reize aufbaut, um irgendwie weiterzukommen. Also sie trickst Männer halt wirklich viel aus durch ihren Charme. Chise ist halt die Japanerin, die nutzt ihr Katana, um überall weiterzukommen. Beatrice ist ein Robotermädchen, die ihre Stimme verstellen kann. Natürlich ist es ein Robotermädchen. Sie ist ein Robotermädchen. Und Princess wird sie einfach nur genannt, also sie hat keinen richtigen Namen. Ist halt die Prinzessin. Sie ist eine Nachfolgerin der Queen.
Und gehört aber auch zu diesem Agententum dazu, weil sie selber Königin werden möchte und halt ihre Queen hintergehen möchte. Also, jetzt muss ich echt mal fragen, an unseren werten Gast. Also, kannst du bist am Anfang. Lebst du noch? Ich bin noch da, ich hör zu. Er schläft. Süße Mädels, ne? Das ist so ein Ding, das man benutzt, um die ganzen Otakus anzulocken. Aber funktioniert es bei dir? Siehst du da, oh, ein Haufen süße Mädels, den muss ich mir angucken, oder ist das eher für dich so, okay? Ist wohl kein fester Plot drin. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Ja, ich glaube, sowas kann, hilft, um Aufmerksamkeit zu kriegen, aber... Ja, hilft es, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen? Das ist die Frage. Kurz, ja. Ja, oh. das ist gut so, das kann man hier zugeben. Wir haben, sind alle irgendwie ein kleines bisschen, wie soll ich es ausdrücken, verdorben. Aber ich finde es interessant, dass in den letzten paar Jahren ein Groß, also was ist in den letzten paar Jahren schon länger ist, so, aber es gibt halt, gerade in letzter Zeit gibt es einen größeren Shift zu weiblichen Protagonisten, finde ich jetzt. Könnte mir vielleicht nur mir so auffallen, aber. Es gibt wieder mal ein paar mehr. Ich habe irgendwie, irgendwie hatten wir mal zwischendurch so eine kleine Durststrecke, habe ich das Gefühl. Ne? Mhm. Ja, und die Richtung geht auch immer mehr in so unterschwelligen, wie soll ich sagen, unterschwelligen lesbischen Beziehungen. also auch Princess Principal ist da halt so sehr viel, wie nennt man das nochmal? Weißt du, der magische Fachbegriff? Ja, nee, da gab es irgendwie Yuri-Bait oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Das hatte irgendwie so einen Begriff, wenn quasi sexuelle Beziehungen zwischen den weiblichen Figuren angedeutet werden, aber sie nur angedeutet werden und nicht ausgeführt. Ah ja, aber da gibt es auch wirklich feine Unterschiede. Es gibt auch den Begriff Shoujo-Ai, die Liebe zwischen den Mädels, die so ein kleines bisschen rein ist und so ein bisschen was Nobles an sich hat, das dann teilweise überstilisiert wird. Weißt du, die typische Idee vom Mädcheninternat, ne? Und dann, ha, sie ist so hübsch und sie ist so herrlich und anbet, ne? Hm. Das ist was anderes als Yuri-Bait. Yuri-Bait ist dann eher so im Sinne von wegen wie der Fanservice in Yuri on Ice. Ein kleines bisschen. Ja, das war dann Yaoi-Bait, würde man das dann Yaoi-Bait nennen. Ne? Yaoi-Bait war das für Männer, ne? Aber dann musst du es einfach vergleichen. Ist es ungefähr so wie in Yuri on Ice oder eher Nein. Wobei, Yuri on Ice hatte doch eine feste Beziehung, oder nicht? Haben die sich nicht geküsst und kamen zusammen und sowas? Oh Gott, du fragst mich nicht mehr. Ich habe den Anime in einem so durchgeguckt und ich weiß die Hälfte schon nicht mehr. Das war für mich, ich habe wegen der Optik und den geilen Animationen. Und dem Opening. We were born to make history, Mann. Ja. nee, aber Princess Principal hat jetzt generell eigentlich keine lesbischen Beziehungen oder sowas, aber halt viele Andeutungen. Also die sagen sich schon mal gegenseitig, dass sie sich lieb haben und sowas und knuddeln sich. Und also es ist schon manchmal so ein bisschen süße Mädels machen süße Dinge, aber größtenteils ist es ein Casino-Royale-Anime. Ja, also ab und zu wird einem Knochen hingeworfen, weil der Otaku möchte beschäftigt sein. Ja, oder also es ist halt ein Anime wirklich, wenn man auf Mission Impossible oder ein paar James-Bond-Filme steht. So, das ist Princess Principal und das finde ich ziemlich geil. Eigentlich müsste ich es dir mal angucken. Zuerst hat es mich abgeschreckt, weil solche süßen Mädels kann ich in meinem Slice of Life vertragen, aber irgendwie hat es sich ein bisschen albern ausgesehen. In viktorianischen Steampunk-Spionage-Gedöns. Das kommt halt immer drauf an. Man muss am besten wirklich anschauen und dann kann man sagen, ob es halt gut ist oder nicht. Mein Filter verbietet mir halt viel. Der tut mich echt, der rät mich zur Vorsicht. Mach die Scheuklappen auf, Mann. Die Scheuklappen, genau. Das ist für meinen eigenen Schutz da, ja? Ja, ist wahr. Ja. Ja. Bist du jetzt endlich durch? Theoretisch hätte ich noch Made in Abyss gesehen, aber das haben wir im 90. Podcast schon thematisiert, deswegen kann ich das jetzt hier auslassen eigentlich. Das wäre auch schön, weil ich möchte den auf jeden Fall noch gucken. Ich meine, du kannst ihn auch spoilerfrei bereden, aber ja, ich könnte halt mal so kurz meine Meinung dazu sagen. Es ist ja so ein zwei Leute gehen in tiefem Abgrund und können nicht wieder zurückkehren, weil da irgendwie so ein Fluch herrscht. Und wenn sie zurückkehren würden, würden sie sterben. Und die suchen da halt irgendwie nach der Mutter der Protagonistin in den Abgründen dieses Abgrunds, also ganz unten am Boden, und müssen da an zahlreichen Monstern und alles Mögliche vorbei. Und das ist der Anime halt eine Abenteuerreise
mit zwei Zwölfjährigen, die aussehen wie Sechsjährige, und dabei einen Haufen sexuelle Gags gemacht werden, was ich ziemlich befremdlich und eklig fand. Also so Chibi-Charaktere wie aus Super Nintendo-Zeiten JRPGs, oder? Sind das ja, da, oder? Ja, geht so in die Richtung. Aber die alten Super Nintendo-Rollenspiele waren voll von sexuellen Gags. Randvoll. Ja, aber anders gelegt. In jedem zweiten. Ich meine, wenn jetzt in einem Legend of Zelda dasteht, nie ohne Kondom, dann stört mich das weniger, als wenn jetzt ein Haufen Peniswitze über einen Zwölfjährigen gemacht werden. Du meinst, also, wenn mit so kleinen also SD-Figürchen auf dem Super Nintendo so ja, eine Szene kommt, wo du das sind halt, das ist halt okay. Der Super Nintendo, das sieht nicht mehr sexy aus oder sowas. Ja, okay, Super Nintendo Puff ist in Ordnung. Nee, Puff ist nicht in Ordnung. Es kommt halt auf das Alter auch der Figuren an, ne? Und die in Made in Ever sind Nummer 12 und sehen verdammt nochmal aus wie Sechsjährige. Ja, ich weiß nicht. Die Zwölfjährigen in meinem Altersklasse haben die ganze Zeit Schwanzwitze gerissen. Ja, es wirkt nicht so schön, wenn sie aussehen wie Sechsjährige. Okay. Nun ja. Aber Made in Abyss ist generell nicht mein Fall gewesen. Also, es hat einige echt schöne Momente. Aber größtenteils ist es dann doch sehr an mir vorbeigegangen. Es hat einen sehr schönen Soundtrack, es sieht unglaublich schön aus, aber mehr, finde ich, ist das dann doch nicht. Also du lobst es, aber es ist nichts für dich. Das ist, da muss irgendetwas drin sein, das nicht deinen Geschmack trifft, was sofort für mich interessant ist. Es ist halt die Abenteuerreise, die nicht meinen Geschmack trifft. Bist du dir da sicher? Ja, ich bin davon kein Fan. Also, du liebst auch eine ganze Menge Animes, wo die Abenteuerreise drin ist. Ich meine, du hast Kino Journey geguckt und die Abenteuerreise ist der ganze Anime. Ja, aber in Kinos Journey geht's ums Nachdenken, um politische und soziale Konstrukte. In Made in Abyss hast du zwei Figuren, die gehen den Abyss runter und das war's. Ich glaube, dann würdest du Blame den Manga hassen wie die Pest, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe den Film ja sehr gemocht. Aber der hat auch interessante Figuren. Ich finde, in Made in Abyss ist der Großteil der Figuren gar nicht mal so interessant. Und auch die ganze Welt ist ziemlich uninteressant. Okay. Aber naja. Die sah auf den ersten Blick so schön ausgearbeitet aus. Muss ich mir sehen. Sieht schön aus, aber die hat halt nichts dahinter. Muss ich gucken. Es gibt in Japan das Gesetz. Kurz vor der 2-Stunden-Mark. Ja, da gab es irgendwie so ein Gesetz, das stimmt schon. Das habe ich auch irgendwie mitgekriegt. Ich meine, das hatten wir auch heute irgendwann im Mittagspodcast, glaube ich, mal besprochen. Oder was zum Frühstück? Ich weiß es nicht mehr. Worauf ist hinaus mit Gesetz? Weil Bandrang das gerade im Chat schreibt, wegen dem Gesetz, dass Minderjährige seit 2014 nicht mehr in gewissen Positionen dargestellt werden dürfen in vielen Werken. Man muss dazu sagen, bei Made in Abyss, der Mangaka ist wahrscheinlich ein übelster Lolli-Fan. Also Chris hat mir erzählt, dass das im Manga teilweise schlimmer ist mit sexuellen Themen. Alter, verbitterter Mann, der Herr. Naja. Also im 90. Podcast, das heißt, wenn ihr das jetzt hier on demand hören solltet, also wenn es dann im Nachhinein nach dem Stream hochgeladen wird, was ja dann direkt am Sonntag oder Montag der Fall sein wird, dann kommt es in einer Woche, kommt dann der 90. Da reden wir mehr im Detail über Made in Abyss, wen das interessiert und noch genauer meine Meinung dazu. Kann dann da reinhören. Pavel. Sehr cool. Es ist noch nicht Feierabend. Fabi, du bist doch jetzt eigentlich theoretisch dran, ne? Ja, aber theoretisch hätte ich ja jetzt Content für, aber praktisch habe ich keinen. Ich habe übrigens gefunden, wo auf Crunchyroll die History ist. Ah, okay. Sehr gut. Aber das ändert nichts daran, dass da nichts drin ist, von dem ich erzählt habe. Es ist nichts in dieser History drin. Also ich habe es ja auch gefunden unter Playlist und dann Verlauf oder so, ne? Ja, Verlauf. Mhm. Ja, aber bei mir, das letzte, was ich geschaut habe, war vorhin mal kurz, als ich dann im Stream hier jetzt gehört habe von wegen Mob Psycho, da hatte ich plötzlich Bock da drauf, habe mir das kurz reingequetscht. Mal wieder. Ich über World End hatte ich, glaube ich, auch schon mal geredet. Ja, da habe ich zumindest drüber geredet. Ich glaube, im Podcast hat man deine Meinung noch nicht gehört, aber meine Meinung dürfte man mittlerweile kennen. Meine Meinung ist depressiv machen, aber das ist genau dein Ding. Ja. Ansonsten ist halt wieder alles Zeug, das ich schon geredet habe, ne? Trinity Seven, Miss Kobayashi, Parasite, so Sachen halt. Also rein anime-technisch habe ich nichts reingequetscht, was irgendwie neu wäre.
Wow, Pavel. Ja, nice. Ich habe mir in letzter Zeit fokussiert mehr so auf Filme, so momentan releasende Filme. Weil ich dachte so, ja, musst du mal gucken, so alle Jahre mal wieder nachholen, ne? Oh ja, muss gemacht werden. Ja, einfach mal gucken, was so Neues passiert ist, so auf gut Deutsch. So rein manga-technisch, wenn ich so gerade durchschaue, was ich so gelesen haben könnte, habe ich genau eine interessante Sache als andere, habe ich auch schon zigtausend Mal drüber geschwatzt. Da kannst du da mal wenigstens drüber reden. So, dann reden wir über den Manga, der sehr speziell ist, nennt sich Tenku Shinpan. Habe ich das irgendwo mal gehört schon? Bündchen, ich gucke euch mal kurz einen Link raus. Ich habe schon nicht. Ich mein auch. Google Fu hat mich. Okay, Google Fu. Tenku, dann post mal einen Channel, damit unser Gast das vielleicht auch mal sieht. Shinpan. Komme ich da auf irgendeine Anime-List? Auf geht's, Alarm! Ja, zumindest das hier gefunden. Oh, ja. Das ist dasselbe, die Maske kommt mir sehr bekannt vor. Hattest du da letztens mir ein Bild zugeschickt? Wo ist es denn jetzt? Nee, stimmt. Ich hab auf Twitter was dazu gesehen. Ich glaube, Barker-Kritik hatte das sehr gefallen. Ah, okay. Der hatte das glaube ich, was geschrieben. Ja, also rein plottechnisch ist das Ding ganz simpel. Unsere Protagonistin, wacht auf einem Dach auf und wird überrascht von einem Dude mit einer weißen Maske mit so einem Smiley. Ne? Also mit so einem, ne, mit einem Smiley halt. Und irgendwie blabliblub, sie kämpfen ein bisschen, er fällt vom Dach, stirbt. Rip, Geschichte vorbei. Nee, sie nicht, er stirbt, der Angreifer. So, das ist so quasi so das erste Chapter und man kriegt dann halt so im Verlauf halt so erklärt, dass sie nichts weiß, sie hat keine Ahnung, warum sie hier ist, sie weiß nicht, was hier los ist. Man merkt aber ganz schnell, dass sie nicht in der normalen Welt ist, in Anführungsstrichen, weil unten auf der Straße läuft kein Mensch. Der Typ, der da runtergefallen ist, juckt keinen Menschen, dass der da unten tot liegt. Und normal, so, ne? Ja, so ungefähr ist es dann, ne? Ja, und dann zieht sich halt die Story ungefähr so hin, sie möchte ihren, also sie geht einfach jetzt quasi über Brücken. Es gibt halt nur Hochhäuser in dieser Welt, in Anführungsstrichen. Es gibt auch einen Boden, wo die Leute dann aufklatschen, aber darum geht es ja jetzt gerade vorher erstmal nicht. Und diese Hochhäuser sind halt verbunden über Brücken. Also. Sehr bekannt vor. Hast du damals schon mal drüber geredet? Ich weiß es nicht. Könnte gut sein. Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen. Bestimmt schon die 20 Jahre. Aber das ist das Einzige, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Ansonsten könnte ich dir erzählen über Filme und wie schlecht hier Golden Circle war. Aber ansonsten. Bitte nicht. Aber das ist sehr schlecht. Ja. Aber ansonsten kann ich da leider nichts erzählen. Den habe ich heute Morgen erst gelesen. Mal wieder. Ich weiß, dass ich ihn schon mal gelesen hatte, aber da war er noch nicht so weit. Und deswegen habe ich jetzt nochmal angefangen heute Morgen, weil er über 180 Chapter hat und so weiter. Ich weiß, dass er auch mal auf meinem Radar war. Und ich weiß nicht, ob das einmal erwähnt wurde in einem Podcast oder ob ich den selber gefunden hast, weil du so ähnliche Mangas in der Richtung erwähnt hast. Ich erwähne dauernd Mangas. Du erwähnst dauernd Mangas, ja. Das Einzige, was ich tue. Aber diese Art von Ding, wo du in einem Spiel bist, wo die Hauptcharaktere gejagt werden, das ist ein Standard-Trope eigentlich. Das passiert ein paar Mal öfters und das ist meistens sehr unterhaltsam. Ja, aber das ist hier nicht wirklich so ein Spiel. Also da geht es ja jetzt nicht wirklich so um ein Spiel. Es geht einfach nur, ja, wie was ist hier überhaupt los? Erstmal herausfinden, was hier los ist. Warum passiert das? Und so ein Zeug halt, ne? Ja. Aber grundsätzlich so, die Prämisse ist halt wirklich so, du hast eine Protagonistin. Und das wird auch natürlich sehr gut gezeigt, dass du eine Protagonistin hast. Okay. Also Panty Shots all over. Perfekt. Passt das, was wir brauchen. Und man merkt halt schnell, okay, sie weiß nicht, was los ist. Also man merkt sich nur, sie sagt es auch, sie hat keine Ahnung, was los ist. Sie will einfach nur irgendjemanden finden, der eine Ahnung hat, was hier los ist. Und das ist so circa so die ersten paar Chapter. Darum geht es halt. Sie geht quasi von einem Hochhaus zum anderen, begegnet diesen Masken, probiert sie auszuschalten oder zu flüchten. Und dann entwickelt sich halt so die Story, weil sie ein paar Leute kennenlernt und so weiter. Grundsätzlich, das Ding ist eigentlich echt nett. So, ne? Also von der Prämisse her nichts wirklich so Weltbewegendes tatsächlich, aber ist ganz nett gezeichnet und unterhält so mehr oder weniger. Die Dialoge sind auch ganz nett gemacht, also die Gespräche zwischen Charakteren, weil wie gesagt, sie trifft auch irgendwann früher oder später ein paar Leute. Hat auch so ein bisschen was, da wir es gerade drüber hatten, über Yuribait, ne? Also gibt es auch so diese, Yuribaiting ist halt drinne. Das beschützt werden. Genau.
Und das, dann geht es halt irgendwann darum, es geht halt in diesem ganzen, na gut, Spiel passt auch ganz gut dazu, in dem ganzen Spiel darum, dass es halt verschiedene Masken gibt. Und der zuerst, also nicht der zuerst, sondern man kann eine Maske finden zum Beispiel, die gibt dir dann quasi so einen Gottstatus. Oh, okay. Und da gibt es auch mehrere Charaktere, die dann solche finden und dann, ne, und so weiter und so fort. Und darum geht's halt. Also ist echt ein interessantes Ding. Bin halt leider noch nicht durch. Ich glaube, es ist auch noch nicht zu Ende. Ne, ist noch nicht zu Ende. Ist noch nicht. Aber es hat schon gut so um die 180 Chapter. Also das Ding ist halt echt schon weit. Und ist auch im Weekly Release, glaube ich, ja, 20 Seiten pro Chapter. Also es ist, bin ich mal gespannt, was sie draus machen. Ist aber halt eher so, ist jetzt nicht so kinderfreundlich, sagen wir es so. Da fällt halt mal ein Ärmchen ab, da fällt mal ein Händchen ab. Da werden halt Leute dauernd erschossen. Also ist ganz interessant. Boah. Also sowas mag ich ehrlich gesagt lieber als ein einfacher Slasher-Movie oder sonst, oder ein Katastrophenfilm. Das Interessante ist halt, alle, die so eine, es gibt halt verschiedene Masken, wie gesagt. Diese Standardmaske, die du direkt von vornherein triffst, denen ihre Aufgabe zum Beispiel, sie haben auch verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel, alles, was auf dem Dach bleibt, soll er töten. Alles, was sich entschließt, vom Dach zu springen und selbst zu beginnen, soll er lassen. Also er hat quasi die Aufgabe, jeder, der so eine Maske hat, diese Smiley-Maske, zu töten und alles, was halt aufgibt und einfach sterben möchte, das tötest du nicht, sondern das lässt du vom Dach springen. Also sie haben so ein paar programmiert, also so quasi so Sachen reinprogrammiert in ihre Masken und so Mist. Deshalb sehr interessant, jetzt nicht, es ist ein ganz okayer bis guter Action-Thriller. Ja. Gott sei Dank nichts Depressives, wie Kevin es mag. Also das würde ich ja eh nicht durchhalten. Ja, aber bisher ist es eher so, ey, du hast hier ein süßes Mädel, sie arbeitet sich quasi gerade vor, Gott zu werden. Und du hast echt coole Action, die halt echt gut dargestellt ist. Und ja, das lese ich jetzt gerade. Du, ich glaube, wir sollten noch ein paar Worte darüber verlieren, wie der gezeichnet ist. Weil der ist selten gut, wie übersichtlich und angenehm der Bildfluss von dem ist. Der ist, glaube ich, von dem Aijin-Autor. Ja, von dem Autor, nicht von dem Zeichner. Arjen. Der Zeichner ist zwar anders, aber interessant, dass es von dem Arjen-Autor ist, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt Mangas, die haben exzellente Zeichenqualität, aber da sind die einzelnen Paneele relativ überladen. Aber hier, da erkennt man sofort und ganz schnell, was wo passiert. Und teilweise sieht es richtig gut aus, besonders wenn der so Scherenschnitt-Szenen reinbringt. Sowas wie das da hier. Wo einfach nur schwarz und weiß benutzt wird. Das finde ich sehr, sehr klasse. So Kleinigkeiten. Ist zwar nicht groß auffällig, dem sein Stil, aber ich finde es in seinen kleinen Details hat das voll was für sich. Das ist auch, wie gesagt, auch ein sehr nettes Stück. Ich frage mich einfach nur, ich bin da nicht aktuell, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, ich habe keine Ahnung, was da noch so passiert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch sehr interessant wird, also um einiges interessanter wird als bisher, weil bisher, was ich jetzt so rausgenommen habe, ist halt Survival of the Fittest, ne, so nach dem Motto. Ja. Und ich hoffe, da kommt noch mehr, kann mir aber auch vorstellen, dass da nichts kommt, dass es einfach nur eine Blase ist, die halt einfach nur cool aussieht. So im Sinne von wegen, irgendwann ist der Thriller mal zu Ende gefrillt. Ja. Und dann gibt's halt noch dieses typische Abschlachten, ne. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht. Gespannt. Habt ihr noch eine Frage an mich? Weil ich würde mich sonst ausklinken. Du wirst dich ausklinken? Ui. Das ist gar kein Problem, denke ich mal. Ich meine, du bist jetzt wir ärgern dich jetzt eher mehr. Ja, nee, überhaupt nicht. Spoilern dir alles hier. Ich hätte jetzt vielleicht noch so gefragt, was wie bei dir zu Mangas aussieht, außer Sachen wie One Piece, wo du einfach halt, das ist bekannt, das mag ich, da wollte ich den Manga zu lesen. Hast du dich sonst irgendwie anders mal an Mangas rangetraut oder eher weniger? Weniger. Also eher Animes als Manga. Mal überlegen, ich weiß gar nicht, was ich für Manga gelesen habe. Ah, es war aber mehr als einer. Boah, ist aber schon lange her. Ich weiß gar nicht mehr. Ich war mal früher, als ich in Bonn gelebt habe für eine kurze Zeit. Da gibt es ja diesen Comicladen, wo man voll viel kaufen konnte. Da habe ich ein paar Sachen einfach geholt und gelesen, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber es waren halt auch alles Sachen, die in Deutschland auch verlegt wurden und nichts wirklich Exotisches aus Japan.
Ja. Aber Deutschland hat eine Menge Manga. Also ja, und die holen Gott sei Dank mittlerweile ein gutes Stück auf. Das ja. Wie ist es eigentlich mit digitalen Sachen? Ist das eigentlich auch, funktioniert das auch mit so über iTunes oder so? Oder es bleibt immer noch analog mit den Büchern? Weiß nicht, wie es bei iTunes aussieht, aber auf jeden Fall wird der Großteil an Manga mittlerweile auch digital, zumindest bei Amazon, vertrieben. Gott also, dass man sich da die E-Books kaufen auch. Kann. Ja. Hm? Ja, das ist ja Gott geil. Das check ich mal ab. Ja, also ja. Ich bin eh mehr so auf der Manga-Seite als auf Anime, weil ich fahre halt viel, ich pendel viel und da ist bei mir halt Anime schauen ein bisschen meh, deswegen Manga ist bei mir viel höher angesiedelt. Also da hast du um einiges mehr zu tun als bei Animes. Ah, cool, alles klar. Mehr zum Nachholen vor allem. Ja. Ja, geil. War cool mit euch. Jo, ja, aber auch cool, dass du da warst. Mensch. Gerne. Ja, können wir wiederholen, wenn die zweite Staffel da ist. Ja, ja, hoffentlich morgen. Alles klar. Ja, nicht sein, Mann. Wie lange darf ich jetzt warten? Wieder 7 Monate, bis ihr da durch seid? Das wissen wir noch nicht. Also keine Planung oder so ähnliches. Nee, können wir noch nicht absehen, was fertig ist. Ja, klar. Das ist, ich denke mal, ihr werdet jetzt auch ein bisschen das... Also ich schätze mal, ganz blöd gesagt, ihr werdet da jetzt probieren, auch ein bisschen noch mehr reinzudrücken. Ja, also rein genau. Qualitativ, technisch. Die Fortsetzung, yes. Ja. Das wäre der erste Anime, wo die zweite Staffel besser wäre als die erste. Ja, Pavel. Ich werde langsam alt, aber bitter bin ich schon lange. Ja, geil. Dann viel Spaß noch. Jo, vielen Dankeschön. Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. So. Ja. Wir haben jetzt, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Wir haben noch die News vor uns. Jawohl, meine Damen, die News. Ja, die und News. Da habe ich sehr gekonnt, während ihr geredet habt, News rausgesammelt. Gut. Oh, jetzt hat er mir wehgetan. Ja, ja. Jetzt hat er mir wehgetan. Was denn? Warum hat er dir wehgetan? Also für Leute, 2020. Die jetzt halt, der jetzt nicht aktiv jetzt im Streamtag da ist, kleiner Spoiler, unser Van Drang, also der Kollege, der gerade da war, der hat geschrieben, zweite Staffel nein, Spoiler. Nein, das ist wer anders. Nee, also Van Drang ist wer anders vom Team. Okay, jedenfalls der Triple C hat jetzt dann gerade im Chat gepostet, Spoiler, nein. Zweite Staffel. Gott. 2020. Pavel, du blickst hier gerade echt nicht durch, oder? Nee, ich hab's gar Triple nicht. C war der bei uns war und wann trank es noch wer anders von denen? Ach so, holy shit. So. Ich dachte, die ganze Jetzt. Krieg... Holy shit. Nein, unser Gast hat nicht, während er mit uns gepodcastet hast, in den Live-Kommentar geschrieben. Nein. Zumindest glaube ich es nicht. Nein, hat er nicht. Nein, das war nur sein holy Kollege. Shit. Jetzt bin ich durcheinander. Alter, also, Pavel, bist du vorbei. Ey, ich hab da jetzt nichts mitbekommen, so wirklich. Hallo? Mach mich halt fertig. Oh, das ist ja fantastisch. Oh Mann. Mein Leben ist eine Lüge. Okay. Was hatten wir jetzt? News. Ja. Es sind ein paar interessante Dinge in letzter Zeit passiert. Hatten wir das mit One Punch Man schon beim letzten Mal? Hab ich noch nie gehört. Erzähl. Ich glaube nicht. Okay. Bei One Punch Man gab es jetzt nämlich einige Komplikationen, was die zweite Staffel angeht. Warum das denn? Regisseur ist gefeuert worden. Holy fuck. Beziehungsweise, ich glaube, nee, nicht gefeuert worden, er hatte keine Zeit mehr. Die Produktion ist dann auch von Madhouse zu JC Staff rübergewandert. Oh. Und auch einige der Key-Animatoren von der ersten Staffel haben keine Zeit, um an der zweiten Staffel zu arbeiten. Dementsprechend hat die zweite Staffel größtenteils ein neues Team. Okay, das ist ein bisschen schade. Ich hab jetzt erst gedacht, reine Apokalypse. Aber das hört sich einfach nur an, als hätten die Leute Probleme, ihre ganz normalen Abläufe und Terminpläne zusammenzulegen, sodass es passt. Schade, aber kann man halt nichts machen. Ja gut, aber ich denke mal, das wird einfach dann wird zu irgendeinem anderen Studio gesourced. Ja, das könnte gut sein, ja, das könnte aber auch schlecht sein. Das könnte ja. Abwechslung reinbringen, das könnte aber auch einen Qualitätsstandardsverfall bringen. Ja, könnte halt für ein bisschen Chaos sorgen bei der zweiten Staffel von One Punch Man. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen Produktionschaos, muss man so zu sagen. Ja. Ich meine, sie haben jetzt halt Stress, wirklich ewig... Das produziert das Beste, ne? Möglich. Naja, na gut. Weiteres Produktionschaos gibt's bei der zweiten Staffel von Kimono Friends. Da hat Kadokawa nämlich das komplette Team hinter der ersten Staffel gefeuert. Hä? Holy shit, warum das denn? Keiner hat eine Ahnung.
Der, also Kimono Friends ist, die erste Staffel wurde von gerade mal 9 Leuten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, gemacht. Es ist halt eine billige CGI-Serie, aber dafür mit unglaublich viel Herz, mit sehr liebevollen Charakteren. Und dass sie halt jetzt Regisseur und Autor gefeuert haben, ist kein gutes Zeichen für die zweite Staffel. Wow, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Kimono Friends, war das ein eigenständiges, originales Werk? Ich glaube, das basiert auf einem Mobile-Game. Das basiert auf einem Mobile-Game, aber die Anime-Serie ist auch ziemlich bekannt geworden. Ja. Und es gab ja zum Beispiel diesen Pinguin in einem japanischen Zoo, wo halt eine Figur von Kimono Friends, ein Pappaufsteller von einer Figur von Kimono Friends daneben gestellt wurde. Ja. Und der Pinguin sich in diesen Pappaufsteller verliebt, in eine richtig süße Geschichte. Und was halt schon allein so ein bisschen für die Knuffigkeit hinter Kimono Friends eigentlich steht. Aber nun ja, jetzt sind halt die Leute, die ihr Herz, Blut und Schweiß in das Projekt reingesteckt haben, von Kadokawa gefeuert worden. Das ist irgendwie, sowas kommt nicht so arg oft in die Schlagzeilen, weil wenn irgendwie die Leute miteinander nicht klarkommen und irgendwelche Leute gehen, dann halten die das doch meistens eher bedeckt, ne? Ja, aber da anscheinend nicht. Also, ich weiß auch jetzt nicht mehr, was man da noch von der zweiten Staffel erwarten soll. Ich meine, es könnte sein, dass sich jetzt noch jemand Neues dahinter hinterstellt, der da genauso viel Herz reinstecken möchte wie der, wie die ursprünglichen Leute. Mhm. Oder dass sie es halt jetzt wirklich nur einfach fürs Marketing weiter produzieren. Das, was der Geld Zyniker macht. In mir sieht nichts Gutes. Ja, das ist aber schon Ja. des Weiteren, Solanin, ein früherer Manga von Asano, von Inio Asano, der am bekanntesten ist für Oyasumi Panpan. Da bekommt Solanin ein Epilog-Kapitel. Solanin ist jetzt seit 11 Jahren abgeschlossen. Und das bekommt jetzt einfach mal so nachgereicht noch ein Epilog. Ah, ich habe eine Dokumentation gesehen, wo der Urasawa ihn besucht. Einen Teil von seinem Urasawa, seinen Mangaka-Dokumentationsgedöns. Und das ist ein sehr sympathischer junge Zeichner. Und der Asano hat so eine unglaubliche Liebe für Detail. Ja. Wenn du ihm zuschaust, wie er Minuten und Stunden lang Haardetails einzeichnet. Das ist herrlich. man sieht es ja auch wirklich an seinen Bildern. Das sind unglaublich starke Kunstwerke. Ja. Also die Bilder sind super ausdrucksstark, super detailgeladen. Und er ist halt auch einfach gut darin, Coming-of-Age-Geschichten zu erzählen. Des Weiteren, Go Shina, Composer bei Bandai Namco, hat zum Beispiel den Soundtrack für God Eater gemacht oder für Tales of Zestiria. Ist jetzt raus bei Bandai Namco, ist freiwillig gegangen. Und ja, jetzt weiß man noch nicht genau, was er als nächstes macht. In der aktuellen Saison steuert er auf jeden Fall den Soundtrack bei Juni Taisen bei Juni Taisen Sodek Wars, was auch Juni. Ein Werk von. Im Englischen heißt es Juni. So. Der englische Titel heißt Juni Taisen. So haben sie es mir bei Crunchyroll gesagt. Was machen die denn? Auf jeden Fall, da steuert er gerade den Soundtrack bei Zodiac War. Also Juni Taisen Zodiac War ist ein basiert auf einer Light Novel von Nishin. Also von unserem Bakemonogatari-Typen. Ja, Nishio Ishin. Und vielleicht macht er jetzt einfach weiter mit ein paar Anime-Soundtracks. Ich meine, da war ja auch schon Heymon wieder zu hören. Ich meine, wenn jetzt UFO Table irgendwas von Bandai Namco halt adaptiert hat, so, dann wurden da halt seine Original-Soundtracks auch übernommen in den God Eater Anime und in Tales of Zestiria. Aber er hat ja auch zum Beispiel bei Kyosu Giga den Soundtrack beigesteuert oder bei UFO Tables Jojo und Nene. Und der Typ hat ordentlich was drauf. Und ich bin mal gespannt, was er halt jetzt noch macht. So, weiß nicht, wie wichtig das ist, wenn ein so ein kreativer Eigenkopf sich von einem großen Studio trennt. Ja, ich wenn er halt noch genug Aufträge jetzt noch im Nachhinein bekommt, ne, dann ist das ja nichts Schlimmes. Ja. Ich meine, in der Wirtschaft, da ist es doch sowieso normal, dass die Leute freiberuflich durch die Gegend springen. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schlimm ist für ihn. Der Typ vielleicht ist halt, ist sogar was Gutes für ihn. Vielleicht ist es was Schlechtes für Bandai Namco. Das ist wahrscheinlich was Schlechtes für Bandai Namco. Das kann gut sein. Weitere News. K7 Stories wurde jetzt bekannt gegeben, dass es nur 6 Episoden haben wird.
Jetzt überleg mal. Seven Stories hat 6 Episoden. Ja, haben sie die Gelegenheit verpasst, einen Gag draus zu machen. Ja. Ach, GoHands, Mann. Dieses Studio ist doch sonst so gut darin, Gags zu machen mit ihrem Anime Handshakers. GoHands, Handshakers. Mhm, ja, hallo. Was ein Gag. Kalt wie die Arktis. Das ist glaube ich, die geilste News, die ich hier heute zu bieten habe. Das ist die geilste News. Okay. Nächstes Jahr kommt ein Batman-Ninja-Anime. Oh, ein nicht Batman-Ninja-Anime-Film. Oh Gott, ich bin auch gerade drüber gestolpert. Alter, das ist so geil. Und die Designs sind von dem Afro-Samurai-Typen. Das ist das Beste, was wir haben können. Das wird das Ultimum an Anime. Das ist jetzt schon Anime 2018, Leute. Ich weiß allerdings nicht, warum man extra Ninja dazu sagen muss, weil Batman nicht, ist ja von vornherein so schon Ninja. Das ist einfach fantastisch. Vielleicht ist er dann in Japan aktiv. Aber es sieht ziemlich gut aus vom Design. Ja, ist halt der Afro-Samurai-Typ, ne? Hier, du guck mal, schau. Holy shit, sieht das badass aus. Mhm. Oder man ist Yokojima. Ja, gut. Hast du ja gerade einfach nur das, den mit dem Poster geschickt ist? Ich habe nur ja, den genau, ja, Artikel ja, von das, Anime News Network. Ja, das Poster ist halt, es ist halt geil. Nee. Oh, ich liebe diesen Charakterdesigner einfach. Ich finde seine Charakterdesigns so fucking großartig. Oh, das wird das Beste. Das ist jetzt natürlich, wenn das Poster super geil ist, dann musst du aufpassen mit dem Hype. Weil noch ist es nicht animiert. Ich weiß. Noch ist es nicht erzählt. Ich brauche trotzdem schon eine neue Hose. Oh mein Gott. Na gut, noch ein paar Fortsetzungen. Sword Art Online wird eine dritte Staffel bekommen. Nein, oder? Was halt dann den nächsten großen Arc behandeln wird, den Alicization, oh Gottes Willen, ich hasse diesen Namen, Alicization Arc. Das ist, glaube ich, der letzte große Arc, den Sword Art Online zu bieten hat. Den werden sie wahrscheinlich auch nicht komplett in eine Staffel überhaupt reinbekommen, weil er dafür einfach zu groß ist. Und dann wird es aber noch eine Sword Art Online Spin-Off-Serie geben, die in Gun Gale Online spielt und von dem Autoren von Kinos Reise ist. Okay. Was? Ja. Es ist die Geschichte bei Gun Gale Online ist, also das ist irgendein Mädel, es ist halt so edgy Teenager-Gram tatsächlich vom Szenario, irgendein Mädel, die sich halt in diesem Videospiel quasi verliert, so sich selbst sucht in diesem Videospiel irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass Sword Art Online voll einen auf Gundam macht. Ja. Ich weiß nicht. Warum mal sehen. Geier? Wo kommt diese ganze Beliebtheit und ja, irgendjemand hat richtig Glaube in die finanzielle Kraft dieser Serie, sonst würden sie ja nicht produzieren, wie die Wahnsinn. Spider-Man Samurai klingt auch total geil. Jetzt mal so gerade zwischengeworfen, weil es im Chat steht. Ja. Das wäre geil. Ich muss mir doch unbedingt den neuen Spidey anschauen. Ja, muss ich auch noch sehen. Ja, gut. Das zu Sword Art Online. Dann. Deutschland News, Animoon, der Publisher Animoon, der jetzt schon so ein bisschen bekannt ist, sich immer mal wieder Nischentitel einzuholen. Toradora kam hierzulande, Yosaku no Sora kam hierzulande, Usagi Drop bringen sie demnächst noch. Und jetzt haben sie sich Higurashi gesichert. Higurashi no Nako Koroni. Oh je, da bin ich nicht mehr aktuell bei dem Ganzen. Da gab es ja jetzt vor ein paar Jahren, nicht mal so lange her, ist ja die dritte Staffel rausgekommen. Ja, das ist aber nur extra Geschichte. Das war aber keine richtige dritte Staffel, das war halt nur eine weitere Geschichte von den Autoren. Nee, die war nicht so krank. Also, soviel ich mich erinnere, waren es größtenteils nur humorvolle Geschichten, oder? What? War das nicht so eine Hexe? Hä? Ja, da gab's noch dieses Wechsel auf einer Insel mit einer Hexe, die alle umbringen wollte. Das meint Pavel wahrscheinlich gerade. Ich denke ja. Ich meine vielleicht was anderes. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Dieses Higurashi hieß. Das hat irgendeinen anderen Namen noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall halt das erste Higurashi hat sich halt jetzt Animoon gesichert. Lustigerweise war der René von Crunchyroll letztens mal bei Unlimited Ammo zu Gast und hat da so hardcore über die Visual Novel geschwärmt. Beziehungsweise Sound Novel, was es ja anscheinend ist. Kannte ich vorher den Begriff noch nicht. Sound Novel. Was ist das überhaupt, eine Sound Novel? Sound Novel ist wohl eine Novel, die also komplett auf also größtenteils komplett auf Bilder verzichtet und sich nur durch
Sound erzählt hat, nur durch irgendwelche Kulissengeräusche, durch Soundeffekte, durch Musik. Das nennt man Hörspiel. Ja, aber da wird nichts eingesprochen. Das wird nicht gesprochen. Da wird nicht gesprochen in Sound Novels. Hä? Also im Sinne von, wenn du liest trotzdem. Du liest die, aber sie, es erzählt sich größtenteils durch Hintergrundgeräusche. Keine Ahnung, ist schwierig zu erklären. Hör mal, Unlimited Ammo Podcast 6 ist das, glaube ich. Da war René dabei, der hat das ganz ausführlich erklärt. Okay, weil ganz ehrlich, der Original-Kram von Higurashi, das war ein komplettes Amateurprojekt, das in einzelnen Teilen auf der Comic-Con, richtig, auf dem Comic-Market. Ja, das hat er da auch alles erzählt. Ich finde, das ist echt interessant, wie die da ursprünglich zu dem allen gekommen sind. Also, dass das halt wirklich nur so Fan-Autoren sozusagen waren, die sich nur auf der Comic-Con vertrieben haben. In Japan. Comic-Market, die halt da jedes halbe Jahr dann quasi ein neues Kapitel rausgebracht haben. Das waren, glaube ich, 8 Kapitel dann insgesamt. Glaube ich auch, ja. Die kann man mittlerweile auch alle auf Steam nachholen. Leider ohne die Synchronisation, die die PlayStation 1-Version oder das PlayStation 2-Version später bekommen hat, weil es gibt anscheinend noch ein interessantes Gesetz in Japan, dass wenn japanische Synchronisationen außerhalb in anderen Ländern noch vertrieben werden sollen, dann müssen die da noch mal irgendwie extra Geld zahlen. Ja, ganz komische Angelegenheit. Japan hat Angst vor dem Rückimportieren. Du weißt ja, in Japan ist alles weitaus teurer als bei uns, was Anime und Medien und Zeugs angeht und Spiele. Mhm. Und dann, damit die Leute nicht einfach aus Japan das Billigere aus dem Ausland kaufen und trotzdem eine japanische Synchro haben, wollen die das ein bisschen unterbinden. Ich finde es auch trotzdem ein bisschen blöd. Trotzdem ist es ein bisschen scheiße. Deswegen bekommt man nicht die meisten japanischen Spiele immer nur mit der englischen Synchro hierzulande. Aber gut, genug davon. Hier haben wir eine News, die hebe ich mal für den Schluss auf. Die ist nämlich ziemlich interessant. My Hero Academia hat eine dritte Staffel jetzt für einen angekündigt bekommen. So direkt mit dem Ende der zweiten. Ja, ist schön, dass sie das so fortführen, finde ich gut. Index, A Certain Magical Index bekommt eine dritte Staffel 2018. Yes! Woo! ja, finde ich auch interessant. Ich werde mal den Rest irgendwann demnächst mal nachholen. So. Vor allem Railgun interessiert mich ja eigentlich. Railgun ist halt nur eine Side-Story, ne? Ja, aber da der Regisseur dahinter interessiert mich halt, Nagai Tatsuyuki, der halt auch Anohana gemacht hat. Dann, das wird jetzt wahrscheinlich niemanden hier interessieren, aber vielleicht gibt es ja irgendwen von den Zuhörern. B-Project, ein Idol-Anime mit Kerlen, bekommt eine zweite Staffel. Yay. So, Professor Layton wird noch als Anime umgesetzt. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden. Ja, eine Serie, genau. Es gab ja bereits schon mal einen Film von PA Works zu Professor Layton, aber jetzt soll nächstes Jahr noch eine TV-Serie dazu erscheinen. Also, das erste Promomaterial sieht exakt so aus wie in den Spielen. Und das ist doch gut. Die müssen ja eigentlich nichts machen. Die müssen ja eigentlich nur die animierten Zwischensequenzen aus den Spielen neu umsetzen fürs Fernsehen. Das ist alles, was die machen müssen, oder? Ein bisschen was umschreiben wegen den Rätseln und so. Aber ja, ich weiß nicht, könnte ich mir ganz nett vorstellen. 26 Episoden soll die sogar haben, lese ich gerade noch. 26. Hey, jawohl. Zwei Kurserie. Auf Netflix ist jetzt hierzulande ein bisschen mehr Anime hinzugekommen. KSM hat da ein paar Anime an Netflix abgegeben. Zum einen No Game No Life. Die erste Staffel von, also ja, nur die erste Staffel, glaube ich, von Girls und Panzer. Blood Blockade Battlefront. Das habe ich mitbekommen. Und die erste Staffel von Noragami. Kann man jetzt alles auf Netflix sehen. Bei Noragami würde ich sogar ganz, ganz, ganz stark empfehlen, dass man es mit deutscher Synchronisation schaut, weil Azad Schwarz als Yato ist unfassbar gut. Also man wird nichts Überzeugenderes im deutschen Bereich hören als das. Das ist das Optimum. Ich muss sagen, mein Netflix hat mich von allen denen nur mich über Noragami informiert. Mich auch. Ja, also bei den anderen muss man suchen. Ja, aber kann man definitiv mal reinschauen. Und wie gesagt, Noragami bitte mit deutscher Synchro, weil die wirklich, wirklich gut ist. So, und Tokyo Ghoul Rei bekommt eine Anime-Umsetzung. Was ein bisschen komisch ist, wenn man bedenkt, dass der ursprüngliche Anime ein alternatives Ende hatte. Als der Manga. Redcon! Was? Redcon? Also im Sinne von wegen, die alte Kanon wird einfach übergewälzt. Jetzt gilt der neue. Werden sie wahrscheinlich machen müssen. Und hey,
Mich interessiert es sowieso nicht. Interessiert es dich überhaupt noch, Pavel? Ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass du den Manga nicht schlecht fandest. Den ersten Manga. Ja. Also nicht Re, sondern den ersten fand ich tatsächlich sehr interessant. Der ist aber auch abgewichen, wie gesagt, vom. Also der Anime ist abgewichen vom Manga. Deswegen habe ich den Manga weiterverfolgt. Der hat aber eher ein depressives Ende. Okay. Also nicht so nett, nicht so cooles Ende tatsächlich. Und soweit. Und dann habe ich probiert, in Re reinzukommen, aber das spielt ja irgendwie später, in Zukunft, was auch immer. Und das hat mich irgendwie nicht so gepackt. Also da bin ich auch schon raus, schon lange. Okay. Alles klar. Ja, gut. Und dann eine News, die wahrscheinlich auch ein bisschen Diskussionsbedarf mit sich zieht. Und zwar möchte, beziehungsweise es wird eventuell passieren, wenn es nicht in der Production hell stecken bleibt. J.J. Abrams möchte eine Hollywood-Adaption zu Your Name machen. Na, das Ding haben wir schon gehört. Das muss ich erstmal sehen, den Film. Ja, hierzulande hat ihn ja noch keiner gesehen. Ja. Also zumindest auf legale Art und Weise. Ich muss den erstmal sehen, den Film, bevor ich dazu mich irgendwie, ja. Also ich weiß nicht, J.J. Abrams, ich habe schon einige seiner Filme gesehen, aber. Ey, komm, sein Lensflare-Stil passt perfekt zu Shinkai. Shinkai lässt doch auch immer alles funkeln und leuchten. Das wird bei Your Name nicht anders sein. Ja, aber nicht unbedingt in schrägen Kameraeinstellungen und mit viel Drehungen und ja, also ich weiß nicht. Wie heißt das Ding? Your Name? Your Name, genau. Ja. Anime-Film ist das oder was? Das ist ein Anime-Film, genau. Es ist von Makoto Shinkai, der bekannt ist für sein deprimierendes Zeug. Oh, natürlich. Ich brauche noch mehr deprimierendes Zeug. Das war ein absoluter Blockbuster. Der hat alle Rekorde für Kinoeinnahmen in Japan gesprengt. Alle platt gemacht. Selbst die großen Rekorde von Ghibli. Okay. Der dürfte der bekannteste Anime-Film damals jetzt, glaube ich, sein. Ne? Also der am meisten erzielt hat, sozusagen. Ja, der Erfolg. Warum? Was hat denn der so Schönes gemacht? Der Shinkai. Der existiert. Ich meine, der Name, der Film, der Anime. Also, ich weiß es nicht. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Er kam ja noch nicht nach Deutschland. Die Kinopremiere ist irgendwann. Es gibt immer noch kein Datum dazu, wann die in Deutschland ist. Aber ich kann es mir halt vorstellen, dass es einfach ein Film ist, der nun mal viele Zielgruppen abdeckt durch seine warmherzige Slice-of-Life-Romanze. Nee, da steht Drama drin. Schau mir nicht an. Es ist auf jeden Fall ein Drama. Ich meine, es ist von Makoto Shinkai. Ja, brauche ich nicht in meinem Leben. Der Kerl ist aber generell von der Optik und vom Soundtrack sind seine Filme immer sehr, sehr fein. Ja. Ja, ja. Also ich habe viele Ausrasten sehen auf Twitter über diese News. Ja, ich weiß nicht, ob du sagen, ausrasten ach, jetzt wollen sollte. Sie hier nur die Geldkuh mähen, jetzt wollen sie hier nur Geld machen. Dann denke ich mir so, wenn so ein fucking Regisseur wie J.J. Abrams sich dahinter stellt, einer, der wahrscheinlich auch ein komplett anderes Projekt machen könnte in der Zwischenzeit und Your Name und einen Your Name-Film machen will, dann macht er das wahrscheinlich, weil er diesen Film mochte. Ich weiß nicht so recht, weil J.J. Abrams ist ein bisschen komisch. Der hat drei Star Trek-Filme gemacht. Star Trek ist eine Riesennummer. Und er hat Star Wars 7 gemacht und wird auch Star Wars 9 machen. Das ist ein Regisseur, der wahrscheinlich unglaublich viele Möglichkeiten hat. Ja. Darum geht's wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Leute wütend sind, weil jemand Bekanntes und Einflussreiches aus Hollywood seine Augen auf Japan wirft, sondern weil es halt Abrams ist. Und Abrams ist die Sorte von Geschichtenerzähler, der, also auch in meinem Kopf, ich weiß nicht, wie ich den damit verbinden kann mit Makoto Shinkai. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich weiß es auch nicht. Das sind wie zwei Puzzleteile. Das eine hat runde Ecken und das andere hat vollkommen eckige Ecken. Spitze Dinger. Wie soll das zusammenpassen? Geht denn nicht? Ja, also, kann man nur abwarten und Tee trinken. Ja, aber echt. Also ich würde noch nicht explodieren darüber. Ja, aber die meisten haben es halt immer schon getan direkt auf Twitter. Das fand ich halt so ärgerlich, dass die alle direkt dahergingen und halt gesagt haben, ey, nee, das kann doch scheiße werden und schlecht und ich will das nicht haben in meinem Leben. Und ich denke mir so, ja, warum nicht? Also, J.J. Abrams, großer Typ, bekannter Typ, hat schon einige coole Dinge gemacht. Ich meine, ich mag die Star Trek-Filme, die drei. Finde ich super. Er hat den dritten nicht gemacht, ne? Nur nebenbei. Stimmt, beim dritten hat er nur ausgeholfen, ne? Da war irgendwie. Ah, der dritte war auch nicht mehr so stark, meiner Meinung nach. Da gehen die Meinungen auseinander, ne? Also, vielleicht kann ich ein bisschen nachvollziehen, wenn einer stinkig ist, weil es möglich ist, dass der Abrams ja gerade jetzt mit seinem riesigen Bekanntheitsstatus das irgendwie überschattet.
Da kommt ein japanischer Film her und wird der erfolgreichste japanische Animationsfilm an japanischen Kinokassen ever. Und dann springt Hollywood sofort drauf, macht seine Version und dann die Chancen, dass das andere ein kleines bisschen vergessen wird von der Welt und nicht gewürdigt wird, die kann man nicht vollkommen daneben stehen. Ich meine, nimm dir mal den Film The Departed. Hat Oscars abgassiert ohne Ende, ja. Ist super gemacht, absolute klasse Film. Aber das Original hat aber nichts abbekommen. Wie viele hat das Original gesehen? Der Film ist sogar. Die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, dass da irgendwie ein Original gibt. Der Film ist unglaublich respektvoll und liebevoll mit dem Original umgegangen. Es hat es total erweitert und es hat einige Szenen so akribisch genau nachgebaut, dass es einfach nichts anderes als ein Liebesbrief ans Original ist. Aber es hat nichts daran geändert, dass das Original kaum eine Sau, wenn überhaupt gar keine Sau kennt, die sich nicht mit Hongkong-Kino irgendwie beschäftigt. Und der andere Film, der hat die Oscars abkassiert. Und jetzt in vielen Leuten im Kopf ist es halt, das ist das Ding, das ist welche Abklatsch. Das ist doch das Original. Da finde ich nach wie vor eigentlich erstaunlich, dass Your Name nicht für einen Oscar nominiert ist, ne? Ich glaube, das liegt daran, also ein bisschen geändert wurde mit den Regelungen für Animationswerke irgendwie. Da war irgendwas. Soll denn da geändert werden sein sollen? War das am Anfang des Jahres? Es sind drei Anime auf jeden Fall für den nächsten Oscar nominiert. Ja? Das ist zum einen Silent Voice. Das ist, hier, wie hieß der zweite Weltkriegsfilm, Matze? Wie hieß der letzte hier? In This Corner of the World. In This Corner of the World. Und das war, oh Gott, was war es noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße, es gab irgendein interessanter Film, der letzte von 2016 war das, glaube ich. Ach, scheiße. Es kam denn noch so interessante Filme letztens raus? Googelt man. Ja, Oscar. Anime. 2017, was? Oder sind sie schon vergeben? 2017, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die sind schon vergeben. Die Anfang 2017 wurde ja schon gemacht. Ich meine, damit halt für nächstes Jahr sind halt die nominiert, die ich gerade so meinte. Das gerade wirklich nicht. Ich finde es A nicht unbedingt. Ich sehe hier nur Predictions, also irgendwie Vorhersagen. Ah, ich hab's. Mary and the Witch's Flower war es noch. Ach ja, der Film, der einen auf Ghibli-Ästhetik macht. Ja. Wo der ganz, ganz, ganz böse Miyazaki gesagt hat, ja, ich mag, dass du einen guten Film gemacht hast, aber ich habe keine Lust mehr anzugucken. Alte, bittere Sack. Das sage ich mit Liebe. Fühlt man auch aus Liebe. Also ich drücke da wirklich meine Daumen für die Anime-Filme bei den nächsten Oscars. Auch wenn Silent Voice mein Lieblingsfilm ist, würde ich sagen, dass das Corner of the World ein bisschen Oscar geeigneter ist. So. Er hätte es mehr verdient, würde ich da wirklich schon zugeben. Das ist ein würdiger Film. Ja, gut. Gut. Dann haben wir auch die News durch. Exzellent. Puh. Dann war das der 89. Anime-Slam-Podcast, ne? Wir sind gar nicht mal auf die 3 Stunden gekommen. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich mag es, wenn der ein bisschen kleiner ist, der Podcast. Klein, aber fein. Naja, aber ich habe ja auch heute 3 Podcasts aufgenommen. Und du, Matze, hast ja auch 2 mitgemacht. Jawohl. Von daher, es war ein arbeitsreicher Tag. komm, der Pavel. Wir jetzt schon 13,5 Stunden. Heilige Scheiße. Ich höre jetzt zwar nichts von Pavel, aber ich kann mir sein Gesicht vorstellen, seinen Gesichtsausdruck. Also quälen wir ihn nicht länger. Erzähl, was für Gesichtsausdruck habe ich denn? In den Podcast rein. Der zu deiner Stimme passt. So deswegen, lasst mich endlich raus. Nee, ja, so nicht entspannen gerade, lehne mich gerade zurück, keine Lust, mich nach vorne zu bewegen. Ah ja. Oh. Ja, dann vielen Dank, Matze, dass du dabei warst nochmal heute. Immer doch. Nächstes Mal gibt's mehr. Ja. Mehr vielen Dank, 80er. Dass du dabei warst, Pavel. Ich würde sagen, immer wieder gerne, aber. Ja. Und auch an der Stelle nochmal vielen Dank an Triple C, der dabei war, und auch an Wandrang, der mit im Chat sitzt, beide von Fast Hero 60, die uns hier heute mit im Podcast begleitet hatten. Vielen Dank daran, super große Ehre. Wir sprechen uns nochmal nach Staffel 2, ne? Ich komme dann nochmal. Er kommt wieder nerven. Jawohl.
Na gut. Ich war auch dabei, der Stargev. Man sieht sich. Tschüss. Tschüss.